gedruckt. Es könnte auch sein, dass der Tesla im Aargau war, wo er Lärm läuft. Ein Witz. Ein Ding im Aargau ist ein Tesla in den Swissgrid-Verteiler gerast. Ernsthaft? Oh. Schlagzeile unten war die Batterie leer. Wackermole. Nein. Also. Sag mal bitte, dass es sauber gemacht ist. Tesla, du hast. Nope. Bäh. Tesla, du hast, ja. Solange nicht brennt. Also. Wer das Moss ein bisschen genauer angeschaut hat, hat gemerkt, dass wir heute wieder mal so richtig schön gegen Bugs gekämpft haben. Den Bugs. Der Bugs. Und der Nerv aus, als wäre es jetzt da. Neben dem Nerv ist es wirklich so, wenn er sieht, er hat es aufs Dach geschneit, dann hat es ihm aufs Dach geschneit. Das... Ja, mega. Ich kenne die Infrastruktur, weißt du? Okay. Anyway. Oder? Wir kämpfen wieder mal gegen Bugs. Ich bin nicht der Name. Nicht die Bugs. Sondern das mal die richtigen. dort vom mechanischen her zielend auf die untere Körpermitte. Dort kriegen wir sie im ersten Tod. Zusätzlich haben wir das Jump Pack. Für mich ist das kein Jetpack, Jugger in dem Moment. Das wird mit Shift-Leertasten aktiviert. Mhm. Wir haben auch irgendwelche Power Armor. Haben Biofoam, haben normales Metzeugs. Biofoam ist Schmerzmittel und Blutstiller gleichzeitig. Haben genug Dacken und scheuen euch nicht, das im Vollauto zu verteilen. Das gilt besonders für die Siege. Aha. Ja, ich weiß, dass du auch zu denen gehörst, wo lieber Einzelschuss schießt. Du siehst, dass ich den LMG-Badge nicht habe, von dem her ja, das ist so. Das mag durchaus sein, aber ich glaube, du bist alt genug, dass du den Film Starship Troopers kennst. Ich glaube, ich habe den irgendwann einmal gesehen, aber ich kann es nicht. Okay. Ja, wieder haben. Sagen wir so. Aber nicht, dass wir den Brainbug gehen jagen. Nein, wir sind wieder einmal beauftragt worden, weil unsere Aufklärungsdivision einfach nicht fähig ist, obwohl sie Satelliten hätten. Wir haben irgendeine Außenstelle, wo dunkel gegangen ist. Wir sollen mal genau schauen, ob wir Zivilisten finden. Dann gegebenenfalls Stellung dort halten, bis wir verstärkt oder abgeholt werden. Wir sind eh alle mehr, also wieso gehen wir überhaupt da hin? Das ist mein Reden. dann, falls wir sterben, wir haben dazu eine von der Ausrüstung her eben genug Munition, genug Granaten, plus ein Satchel Charge mit einer Deathman Switch, wenn wir uns irgendwo eingraben für absehbar längere Zeit. Platzieren die Dinger und halten genug Abstand zueinander, dass wir wenigstens ein paar Bugs mitnehmen, wenn es einen verwünscht. was ist noch genau? für den Fall, dass wir respawnen, kriegen wir wieder einen Orbital Drop, kommen wir wieder ins Gefecht rein. Es kann sein, dass es noch thermobare Raketen gibt, irgendwo. Die sind mit Bedachtsverschüssen nicht 100 Meter vor sich am Boden, das ist nicht cool. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dann sind sie Druckwellen kommen. Da kannst du ihnen sagen, ich habe es kommen sehen. Genau. Denn heute sehr sicher sehr wichtig gegen die verdammten Mischviecher Sipping und Overlapping. Und wissen, wann gehen. Weil sie sind vieles, sie sind nicht intelligent, sie sind nur zäh und sie sind definitiv schneller und mehr als wir. Und zwar um Faktor X. Mhm. Oder? Wenn ihr sichert zum Beispiel, dass dahinter nichts mehr ist, ruhig mal über eine Baggerwelle drüber springen und sie von hinten unter Beschuss nehmen, ist eine valide Option. Wenn, dann sollten wir das aber alle miteinander machen, damit wir das Kreuzfeuer vermeiden können. Denn die gängige Schlachtformation wird heute eher die Linie sein als eine Kolonne. Damit wir möglichst auf gleicher Höhe sind und möglichst viel Feuerkraft nach vorne haben. In der Regel, sie sind meistens nicht besonders intelligent, ich weiß nicht, wie es Mod mit dem Lambs handelt. Im Normalfall sollten sie die eher nicht flankieren. Und im Normalfall horden sie die einfach. Ja, Fragen bis dahin?
Go there, kill a bunch. Okay. Bunch ist groß geschrieben diesmal. Ja, ja. And hundreds of them. Kann sein, da, ja. Hör das mal lang. So, ich hoffe, dass ihr mich, meinen Server seht. Offen ist er. Ich sehe nicht einmal, dass du online bist, aber ich schaue mal bei den Friends. Ja, eben, das Problem ist, ich kann nicht zu Steam. Du bist vorher mal kurz connected gewesen, dann bist du was verrückt. Okay. Ja, dann ist es ein Steam-seitiger Fehler. Also, ja, den Server sehe ich da mal nicht drinnen. Nein, auf den Friends bist du nicht drin. Nein, schlecht. Was man allerdings könnte, Jagger, öffne eine Webseite. Eine Webseite. Ja. Wie ist meine IP? Wollen probieren mit der Direct Connect. Es muss ja nur einer von uns drauf kommen, zumindest. Ja. Der Lamme langt doch, oder? Nein, nicht über Internet. Wie brauchen wir da die komplette IP-Adresse oder die kurze? Die oberste komplette. Man müsste irgendwie 4 Oktet sein, also 4-mal mit einem Punkt trennt. 4-mal mit einem Punkt, ja, nicht. Dann ist IPv4. Die kurze. IPv4. Ja, genau. Ja. Nicht die groß komisch mit Gibberstrip. Genau, nicht die mit FE sowieso, sowieso, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 00, irgendwas Doppelpunkt sowieso. So, nicht IPv6. Dir mal. Ja. Du hast den Standardport im Normalfall, oder? Ja. Gut. Also, dann schau ich mal, ob ich da dazu komme. Wie ist der Server 98, 38, 24, 02, Join. Ihr könnt über mich kommen. Bin drauf. Ah. Jo. Weil in dem Moment, wo die IP ist, wird in den Friends nämlich auch gelistet. Ah, okay. Immer gut einen Informatiker dabei zu haben. Virtual Reality? Nett, ja. Der lügt. Also mal schauen, ob das gerade alle unsere Connection-Probleme löst, die wir sonst so ein haben. Dem vielleicht noch, dass Samsi weiss, dass wir haben keine designierten Medics oder sonst irgendwas, wir sind alles Rifle, respektive Übersoldaten. Aha. Nichtsdestotrotz ist Samsi mein Second in Charge. Im Zweifelsfall, wenn einer down geht, lönten im ersten Moment mal liegen, weil unter Umständen können wir uns irgendwie freischiessen und können uns dann nachkommen und darum kümmern, weil er brauchen jede einzelne Kugel, die dort vorne fliegen kann. Oh boy. Ich wiederhole nochmal: Shift-Leertaste für den Jump. Nein, wir sind direkt im Dropship, gell? Wir sind oben im Dropship. Es hat dort noch zwei Dinge, wo ihr noch mehr Munition rausnehmen könnt, wenn ihr wollt. Genau, mechanisch gesehen sollte Stamina ausgeschaltet sein, also man sollte kein Stamina-Problem kriegen. Ja. Das heisst, ladet euch voll. Was ihr laden könnt, ladet. Arma is not responding. Geduld haben, du musst, junger Pavian. Junge Pavian. Affe sieht, Affe tötet. Reject humanity, return to monkey. Anyway, wollt noch über das Gebet sprechen? Der Samsi ist heute unser Pastor, er hat gesagt, er wird noch mit euch beten. Oh yes, okay. Vor dem Drop. Jetzt nehmen wir euch alle virtuell an der Hand. Ich bin infidel von dem her. Nein. Doch. Nope. Chago, wie ist das Gebet schon wieder gegangen, was sie auf der alten Segelschiff gebetet haben, bevor sie eine Breitseite kassiert haben? Oh, keine Ahnung. Ich hätte da nur eins für so ein Abendmahlgebet,
Lieber Gott, wir danken dir für nichts, wir haben alles selber bezahlt. Also, in the first age, in the first battle, when the shadows first lengthened, one stood. Aber Shadow ist doch gerne da. Embers of MK. So kriegt man Samsi zum Abschluss. By the embers of Armageddon, his soul blistered by the fires of hell and tainted beyond ascension. He chose the path of perpetual torment. In his ravenous hatred, he found no peace. Das ist Slayer and with boiling blood, he scored the umbral plain, seeking vengeance against the dark lords who had wronged him. Geht doch ein bisschen lang, wenn du bereit seid, kriegst, oder? Ach, wenn es Franzosen sind, geht das. And those who tasted the bite of a sword. Für Franzosen ist relativ einfach. Merde. The Doomslayer. Putain de merde. Genau. Alexa, play Rip and Tear. Yes. Genau, eben haben sie etwas noch, was ich von dir gesagt habe. Wenn einer down geht, dann lönt ihn im ersten Moment liegen. Vielleicht können wir uns freischiessen. Ah, bist du schon wieder da gewesen? Da bin ich schon da gewesen, ja. Liegen lassen, freischiessen. Ja, weil... Ja. Liegen lassen, umbringen, nachher kümmern. Haben wir sowas ähnliches wie einen Spaten? Yep. Haben wir. Ist wenigstens ein Turbo-Spaten? Nein. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, um uns eingraben. So. Vermutlich nicht. Genau, ich nehme eben auch die anderen, haben die Starship Troopers schon mal gesehen, kennen also dementsprechend Bugs, respektive sind auf der letzten Bugs-Mission dabei gewesen. Das haben sie jungfräulich. Also, könnt ihr euch darauf einstellen, dass er irgendwann Panik bekommt, seine Hosen einschießt und davor rennt. Oder noch der bessere Unfall macht, Controls durcheinander bringt und mitten in Bugs springt. Ja, Maverick, wenn es so weit ist, dann können wir ihr auch den Befehl über das Gleiche jetzt machen. Merrick, in dem Fall kannst du noch den Ironside bringen. Everybody fights, nobody quits. Genau. Nein, Sam, das ist nicht der Moment, wo wir danach springen. Das ist der Moment, wo wir die ins Querfühl nehmen und schauen, dass wir die nachher zusammenflicken. Wenn noch was übrig ist zum Zusammenflicken. Wenn es noch gleich ist wie letztes Mal, wenn euch Bugs mal anhitten, dann kommen wir schlecht von ihnen weg. Das ist schlecht. Ja. Ja. Also versuchen sie nicht näher als irgendwie 15 Meter auf euch herkommen lassen. 15 Meter ist damit näher. Für einen Bug, ja. Das ist zu nah. Du kannst okay, bereits schwarz in den Augen sehen. Sagen wir 50. 50 ist fair. Oh Mann. I have a bad feeling about this. Du weißt noch gar nicht, wie fischt. not just you. Oh boy. Okay, wo sind wir und wo ist das Ding, wo wir hin müssen? Direkt unter uns. Da müssen wir hin. Ja. Okay, wie gesagt, wir haben einen Orbital Drop. Aber wir springen direkt nicht hin. Ja. Dann muss ich auch nicht einzeichnen. Viel Grad nach oben wäre aber schon noch lustig. Da muss ich schaffen. Dort, der ist oh, Thermal. Ui. Was bist du? White Hot. Meine Güte, das Ding wieso. Wieso liege ich? Ah, das ist irgendein Ding. Wenn wir so hoch oben sind, findet das Spiel, wir sagen dann in einem Fallschirm. Hui! Wo gibt's da noch Munition? Da ist ah, fucking. Hey, ich kann zielen. Wow. Übrigens, sie haben unten dran, haben direkt rechts unten, könnt ihr euch schon vertraut machen. Ihr habt den Azimut, ihr habt Brit und alles. Das haben sie so stutz gemacht. Jetpack aktiviert. Or at least I try. Jetzt oben nicht. Doch, das ist lustig. Wenn da Minendetektor, A-Pulse, Claymores. Biocom. Was haben wir ja nicht? Würdet ihr eigentlich auch haben? Genug Munition. Nie. 10 Plasmagranaten. Definitiv zu wenig Bandagen. Du hast den Foam. Ja, wie benutze ich den schon wieder? Genau, gleiche Bandagen.
weiß zwar nicht, von was ich 6 Claymores mittragen muss und mein Dispenser. Ich schon, ich habe so eine Idee. Du hast was von 40 Megis gesagt, ich habe 32 und ich habe aufgestockt. Ja, dann nimmst du noch mehr mit. Ich bin schon voll. Das ist dein Problem dann. Ja, das ich habe 26 und ich kann eine May packen. It's a new problem. Okay, wir haben Claymores, da können wir was anfangen. Und meine Dispenser. Der Armor. Warum habe ich so das Gefühl, dass die wir jetzt so. Die Westen ist ja nicht wirklich sehr viel. Tower Defense die Westen ist nicht zum Tragen da. Eigentlich eure Grundarmor hat einen riesigen Platz und euer Backpack. Aber ich habe nicht so viele Magazine untergebracht. Im Power Armor und im Rucksack, im Jetpack. Ja. Wo hast du denn rausgeschmissen? Nünt. Hä? Du den Platz her? Rechts. Ah oh, ja voll, das hat echt viel Platz in dem scheiß Rucksack. Ja eben, sag ich doch. Ach. Der Rucksack ist packt voll mit Minendetektor, Demolition Patch Assembly, 6 Apers Minders Dispenser, 6 Claymore. Oder habe ich auch? Ja, dann ja. Also ich kriege jetzt auch noch locker mehr Magazine in den Rucksack hin und ich habe das gleiche Loadout wie ihr. Das ist Nachtsicht, das ist White Hot, Black Hot. Gut, mehr als 4 Magazine. Das ist irgendwas Magazin ganz Schwarzes. Nicht mehr rein, also. Ja, das ist eigentlich das erste für Ansicht. Das ist normale Nachtsicht. Das ist normale Nachtsicht mit dem Ding, mit dem White Phosphor. Das hat definitiv so locker 34 Magazine in meine Dinge, in mein Equipment reingebracht. Was hast du reingebracht? Ich habe noch ein paar Handgranaten mitgenommen, darum. Jetzt habe ich 33 mehr, aber jetzt ist alles voll. Ich habe 34, woo. Ich ja. Danke dran, das sind 60 Schuss Magazin, also die Mathe können das selber machen. Also können ist etwas anderes, aber ja. 80 Schuss? Ja, da haben wir etwas dabei. Was ist unten rechts HRS? Was HRS? Genau. Ja, halt. Hey. Ah nein, Stunden? Hours? Hours, ja. Bin ich genau. ASL ist above Sea Level. Ja, das ist alles klar, das AZT. Ganz hängen ja. Bei mir, ja. AZT ist auf normal Bearing. Simon, sag ich doch. Jo. Und Grid, ich würde es nicht glauben, sind Koordinaten, wo man gerade sieht. Okay. Halte ich fürs Gericht. Kommen mit dir, Lemmings. Was ist Range? Lemming wagt nicht. Ihr nennt einen speziellen Lemming. Juhu, nein. Droppod. Ja, nehmen wir Platz. Wofür? Was sind Kratzbeutel? Number 6, ready to go. Ich bin einfach hängen geblieben. So. Das wissen wir, aber ja. Aldrin? Aldrin! Radio check. Check. Digi. Check. Ready to go. Wir haben Höhenangst. Das ist der falsche Moment, um das zu finden. Wenn fest, das passt schon. Das habe ich vorher schon gewusst. Ich habe Platzangst. I look pretty cool. It's like a happy face. A cool little happy face. Is that the ground? It's coming closer like really fucking fast. Ah, never mind. Oh boy. Ow. 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 I pressed the button. Oh, yes. Okay. I did a thing. Alle heil soweit? Yes. Sieht so aus, ja. Ja, das Bein ist ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten. Gut, musst no contact. Ja, bis vor. Okay, machen wir uns mal eine Übersicht über die Basis. So, ja, yes, Sir. Wir haben gesagt, über keine Linie, über keine Kolonne. Wir sind nicht auf dem offenen Feld. Im Moment haben wir nicht wirklich überhaupt irgendeine Formation. Ja, eben, okay. Noch schlimmer. Was zum Geier bauen denen da an? Hey. Halt, Mine! Ja, ich höre es gerade. Und wieder raus. Sounds like a you problem.
Okay, können wir uns die Plattform zur Nutze machen? Wie viel Aufgang hat das Mistding? 2. Also Thermalsicht ist ja richtig Müll. Gut. Das Ding können wir uns allenfalls zur Nutze machen. Respektive, ist da mal schnell etwas. Ja, du meinst bei jedem Aufgang irgendwelche Dutches legen? Oh boy! Ruf bleiben auf der Leertaste, wenn der fliegen will. Fucking hell! That's fucking fun! Oh boy! Okay, das Ding hat auch einen Aufgang und die Steger und der Andrucker auf der anderen Seite. Wäre aber grundsätzlich eine valide Verteidigungsposition. Ja. Gut. Haben wir da unten einen Eingang? Ja, Gebäude mal clearen. Also ich sehe den kaputten Pelican. Falls das irgendjemand interessiert. Das Gebäude liegt nur leicht. Wo haben wir einen Aufgang? Da haben wir auch einen Abgang. Ja, ein Claymores legen, hä? Ja. Ein bisschen viel. Problem ist, Claymores sind da nicht Auto ausgelöst. Ah, scheiße. Mein Dispenser? Da haben wir auch noch einen. Ein Dispenser ist Sieger, aber können wir, ja. Da hat es auch noch ein Dings. Da ist auch noch mal ein Aufgang. Ein Aufgang da auch. Ach, wenn wir da unten, oh, das ganze Gebäude da unten würden mit Mind Dispenser specken. Innen ist clear. Ich finde das ein blödes Gebäude zum Verteidigen. Okay. Ja, Sam, sie wenden, dann stehen wir oben drauf. Specken da unten alles mit Mind Dispenser. Ich finde auch da eine doofe Idee. Ist mir zu eng. Dann lieber die Plattform. Was ist das dort hinten? Ich sehe Bugs! Oh, ist der Bearing wäre noch etwas. Ist da ein Bug? Rechts ja, im Ding, ja, aber der ist kaputt, wahrscheinlich. Gut, aber dann haben wir dort das Anzeichen, wo wir Zivilisten haben könnten. Zweimal rein, zweimal sichern die Tür. Sigi, Nono, rein. Nein, Sam, sind die sichernd. Das ist also ein Bug, okay. What a ugly motherfucker. Das ist nicht mehr da rein. Ja, das sind mehrere. Da macht's nicht besser. Für Maverick? Jo, schick. Das ist ein ganzer Stapel von Bugs und die barrikadieren irgendeinen Eingang. Verstanden, vermutlich der Luftschlüssel Dinge da vorne. Wir machen mal weiter dahinter. Ja. Da drinnen innen irgendwie. Da hat es noch eine Tür, nehmen wir doch die Tür. Ja, probieren wir es mal. Ah, das ist natürlich ein Luftschacht. Everything is a door if you can blow it up big enough. Yeah. Wahrscheinlich müssen wir einen anderen Pod nehmen. Was ist ein anderer Dom? Nein, nicht dort hinten, da! Ah. Ja, that's a wall. Weitere Bugs im Verbindungskorridor, auch tot. Wir haben sich Kontakt auf zwei kaputte Pelicans und nochmal ein gleiches grosses Gebäude, wo wir vorher gerade drin sind. Oben! Die Dinger sind halt schon lustig. Ja. Und da haben wir noch so ein bisschen. Wo hast du sich Kontakt auf den Pelican? Dort hat es einen und dort ist ein Pelican. Das ist ein kleinerer Pelican, das ist kein Pelican. Es ist kein Pelican, aber es ist ein Ding. Hornet heißen die Dinger, glaube ich. Keine Ahnung, aber ein kleines Kackteil. Ja. Und dort hinten in der Ferne habe ich auch noch Sichtkontakt auf dem Bug in Richtung 361, wenn der noch aus dem Weg gehen will. 361, ja. Das ist ein Bug.
Und wie das ein Bug ist. Und er bewegt sich. Ja. Und in unsere Richtung. Ich bin dafür, dass wir einfach da oben stehen bleiben. Das Gebäude ist zerstörbar. Da kommen mehrere von dem her, von deiner Seite. Ja, Kontakt. Verteilen. Wir müssen uns verteilen. Roughnecks. Roughnecks hört schick. Wohin gehen wir? Irgendetwas hat sich gerade ausgegraben und bewegt sich von euren Außenposten zu. No shit. Dann noch eine kleine Probing-Group aus oder so. Scheinbar haben wir irgendetwas aufgehört. Antworten. Ich sehe zwei. Bestätigen Sie Kontakt. Hat er gesagt klein? Drittes Rudel. Hinter. Reloading. Reload. Gehen wir auf die grauen Stegen oder wie läuft's? Ja, ich würde sagen schon. Ab in die Mitte. Also ich bin da zuerst gewesen, also los. Einer ist nach rechts ausgebrochen. Ich weiß nicht, ob Schüsse durchs Glas überhaupt irgendetwas macht. Pass auf. Es ist noch ein einzelner unter dir. Ja, da noch ein. Machen dir die Granaten etwas? Negativ. Immer noch einen unter euch. Und dafür mehrere. Sie wechseln zusammen, sie haben über 2-2 haben. Ja, was? Morgen. Wir sollten, glaube ich, von der Arbeit. Yep. Oh, that's not a good thing. Ah!
Strafleck. Stand, Situation am Boden, was hat euch angegriffen? Wir haben nur mehrere Plasma-Explosionen gesehen und scheinbar geht irgendetwas in der Anlage kritisch antworten. Stand, wir haben hier ein Gerüdelwachs um uns herum. Stand, zum Punkt kritisch. Durch das so Anzeige mit der Cyberwarfare-Suit ausgerüstet sind, haben wir wieder Kontakt mit der Elektronik von der Basis. Immer ist der Reaktor am kritisch gehen. Ihr solltet dort weg, ASAP. Antworten. Verstanden, ASAP weg, Trupp, Wegbrecher in den Garten. Verstanden, negativ, Osten. Bei dort ist eine weitere Siedlung, die noch eventuell Deckung bekommt. Antworten. Let's go, boy. Verstanden, mit Wegbrecher Richtung Osten. Bullshit, ich kann mich nicht erinnern, Westen. Sorry. Verstanden, Westen. Ja, keine Granaten mehr. Das ist ein Jetpack. Damit kann ich niemand umlegen. Er ist der Letzte, der sich dort noch auf die Backschnur kämpft. Nicht ich. Stirb, Schwein. Oh, genau, nicht. Alle vollzählig, wir springen weiter Richtung Westen. Ja, Mann. Ah, oh, ich will das Ding immer haben. Ja, ist noch epic. Wo haben wir da bitte eine Siedlung Richtung West? Hinter euch! Ja, Achtung, Bugs. Sammeln bei uns vorne. Komm, warte, mir fällt echt der Hex. One man down, Samsi liegt in dem Tumult drin. Ich stehe hinter dir, Dopflack. Was ist das denn? Mir fehlt trotzdem ein Hex. Hab ich grad. Reload! Was ist Graffi? Wegspringen! Ganz schick. Verstanden, Signal von Trooper Nono sind am Flatliner, antworten. Wissen wir, können aber aktuell aufgrund von der Backlage nicht zu einem Mann. Verstanden. Well, that's gonna be a problem. Schöner. Injured. Okay. Versuch dich weiter hinten zu bewegen nachher. Da weiter hinten, wir haben jetzt lag gerade noch Kantone. Okay, never mind. Iggy, auch du, wir wollen versuchen, möglichst schon mal bei den Hand zu bleiben. Ich bin nicht weg von euch. Wie geht's, Andri? Profix und Afrex kommen in Bewegung. Ihr werdet sonst von der. Los, go, go, go! Vom Nuclear Blast vom Reaktor befasst. Vom wie viel? Hallo, warum tust du leere Magazine nachladen? Nur noch ein Team, hören Sie mich wieder? Wir hören Sie wieder, wir haben auch das Hexen-Ding, mittel Richtung Westen.
Holy fuck! Besser schnell als langsam. Ha, bin schneller wieder bläst. Spring, wer auch ist, also erwachsen. Checkplate funktioniert nicht. Ich spring glaub noch ein bisschen weiter. Melden. Ich bin etwa einen halben Klick westlich von euch. What's with my fucking gun? Ist halt wieder Hex. Ja. Du brennst. Ich? Ja. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Sagst du mir? Ich glaube, das ist Jetpack, wo laggt. Ja. Ich bin mit dem Bandagierer schnell. Ich stehe mal ein bisschen weiter weg. Jetpack, hör auf kaputtes Zeugs mal. Box für Roughnecks. Verstanden, schick. Verstanden, haben wir irgendwelche Grid-Koordinaten von dieser Siedlung westlich? Verstanden, sie müssten eigentlich auf eurer Karte eingezeichnet sein. Du musst ein bisschen näher reinzoomen. Sie ist relativ gross. Die Ding werden erst bei näherer Zoom angezeigt. Antworten. Ah, ja, so. Kannst du eine Linie machen? Mensch. Ey, ich bin da schon mal. Ah, Moment, es ja. Ah. Okay, Moment. Okay, ich mag das. Es fühlt sich an, als würde ich Doom spielen. Ja, sind jetzt mächtig genug, Moment. Doom Multiplayer, Release 2020. Nein, das ist der Respawn. Nein. Moment. Wir sind. Du hast die Linie, aber wir sind nicht auf der richtigen Linienkoordinate. Wir sind nicht wir sind, dort. Wir sind da aktuell. Jawohl. Gut, wo zum Pick sind wir? Punkt. Ah, der Punkt. Der Punkt. Dann hätte es ja doch sollen Osten sein. Er hat gesagt Westen. Ich schreibe es auf meine rote Zeichen und dann sieht man es gerade besser auf der Karte. Dort ist was. So weit hin, okay. Dort ist was, was ich gerade sehe. Ah, müssen wir nach Westen? Ist nicht da Ziel da? Er hat gesagt Westen. Von dort kommen wir ja. Ja, nein, da, ja, der Droppoint, ja, aber rechts vom Droppoint, also östlich vom Droppoint hat es ja das Zeichen. Das ist ein Respawn. Ah, oh, okay. Jo. Also das hinten, das Wendigste ist Bugs, 160. Ja, wir sind nicht alle auf Karte. Ja. Wir sind geniale Boys. Auf Merrick. Aber mal die Schade, schick. Ah, Sally, Nono. Bugs rechts. Ja. Reload! Jump! Los! It's fast! Tag auf America, hast du das gehört vom Nono? Verstanden, ja, ich hab's gehört. Wüsste jetzt auch nicht, wie ich es fixen kann. Respawn ist schon schwierig. No idea, to be honest. Jug of America hat noch ganz ein anderes Strange Behavior, zumindest ich. Schick.
Jedes Mal, wenn ich schieße, muss ich gleich wieder nachladen, weil die Waffe jammt, respektive weil sie wie leer ist. Also ist Jam, sie ist einfach überhitzt oder ist sie einfach leer? Ich weiß nicht, ob sie effektiv leer ist. Das habe ich, wenn ich im Flieger nachlade, das hat er nicht gern. Und weg! Da kannst du mal sagen! Es stirbt nicht! Injured. Jo, versuch dich jetzt verarzten. Bin dran. Komm schon. Eric hat mal den noch nicht näher gebracht. Ist bei dir immer noch so, dass das komisch ist, weil eben für mich sieht es, als ob du einfach nur eine überhitzte Waffe hättest, die einfach permanent jammt. Fuck, bei dir rechts, Sigi! Fuck, was ist jetzt? Nein! Yes! Oh, über die Hügelkette! Ja, aber so schnell, ich kann vorwärts nicht landen. Oh, bitte, Backs close! Ja, wegen Nolo soll ich schnell die Karte neu starten, weil wenn er nicht springen kann, dann macht es wenig Sinn. Antworten. Definitiv, wie machen wir es, dass wir einfach wieder auf der Flucht sind sozusagen? Verstanden, ja, ich lade euch einfach in den Ding wieder ab in der Basis und sind wir auf der Flucht, ja. Würde es so machen, antworten. Verstanden, ja, ich denke, das ist eine Idee, ja. Ich werde neu starten und ja. Ist ein perfekter Zeitpunkt. Genau dann bin ich verreckt. Juggles, tut mir leid, aber nachdem ich das erste Mal respawned habe, hat ja das erste Jetpack noch funktioniert. Ich konnte zur Gruppe aufschließen. Ich bin gelandet mit 50% Energie. Die Energie hat sich aufgeladen und von dem Weg ist gar nicht mehr gegangen. Ich konnte nicht mehr starten. Okay. Beim zweiten Mal respawn von Anfang an gar nicht mehr. Hm. Ich habe einfach mehr oder weniger Selbstmordkommando gemacht und Granaten mir direkt vor die Füße geschmissen. In der Meinung, ich nehme vielleicht noch etwas mit, aber... Das hast du definitiv. Ja. Okay, probieren wir es nochmal. Aber wenn du die Leertaste gedrückt hast, kannst du noch ein bisschen korrigieren, wie er fliegt und so. Du kannst komplett steuern eigentlich. Okay, das habe ich nicht herausgefunden. Ja, komplett nicht, aber es ist recht viel, ja. Du musst nur schauen, dass du nicht zu hoch hochgehst. Wenn du nämlich zu weit oben triffst, dann ausgeht, verletzt dich. Ja, also du darfst schon hoch hochgehen, du musst einfach vor der Landung nochmal bremsen. Ja.
das ist lustig. Habe ich mir im Hotel gefragt, ob ich mir doch gerne keinen Bagger angefragt, wieso bin ich verletzt? Oh. Ich muss eh sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, weil ich das gar nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass du gumpen kannst. Ja, bei mir war es immer noch so ein Gump gewesen. Und dann sehe ich auf einmal so den Samsi so, so über das Zeug drüber fliegen. So. Wait! Okay. Ich brauche gerade mehr von den Spitterbox. Es wird da nichts. Hast du schon wieder offen, oder? Ich habe schon meinen Arm auch neu gestartet, um nur zum sicher sein. Also okay. Ich bin jetzt immer noch ein schwarzes Kribbeln. Ja, ja, der geht lang, Dani. Okay. Es geht ewig, ja. Ja, also kann ich auch ein Jetpack über, also benutze ich das Jetpack. Genau so soll es ausgesehen im Fall. Es hat sehr geil ausgesehen von oben. Ja, da hoffe ich. Von mir hat es auch geil ausgesehen. Können wir nicht noch bitte alle 100 Meter einen Mundgrat haben? Ja, mit Granaten. Weil ich bin jetzt vermutlich down on 8 in all states of emptiness. Ich glaube, am Schluss haben wir noch 7 Megis gekommen. Ich habe mich wie so einen World War II Bomber gefühlt mit den Granaten, die ich hier abgeworfen habe. Ja, aber scheinbar überleben wir unsere eigenen Granaten noch relativ gut. Der Feind leider auch, ja. Ja, es wird wieder etwas. Es ist abartig, was sie sich einstecken. Ja, ja. Also eben dann für dich Kurzbleiche, Shift-Leertaste ist Jetpack. Mhm. Heute gibt es nur Dauerfeuer. Geil! Du hast auch irgendwas um die 32 Magazin. An 60 Schuss. Okay. Du kennst Starship Troopers. Sind aber verdammt schnell, ja. Oder? Nö. Bugs. Große Spinnen, einfach erklärt. Galaktische Spinnen. Große ich auch von mir, aber ja. Ja, okay. Das sind tatsächlich Spinnen. Das sind Arachnoiden, ja. Das sind auch Beine. Ja. Also, so genau habe ich es nicht angehört. Ja, ich würde sagen, so viel Zeit habe ich nicht gehabt zum Zählen. Die Dinger sind verdammt schnell. Ja. Das Problem ist, dass also, es ist eben noch die Frage, weil sie haben eigentlich sind Hexapoden, was Beine anbelangt. Ja. Das Problem ist eben, ob die zwei Armmanibeln, die es für den Angriff brauchen, als Bein oder als Arm gelten. Ja. Das könnte Kasus Knaxus sein, ob es ein Insekt ist oder ein Arachne. Du kennst den Film? Opposition. Es ist mir eigentlich scheißegal, was Hauptsache, dass ich verrecke. Sie würden da als Arachnoide geführt. Ja, im Film wäre es als Arachnoide. Das Problem ist, Sci-Fi-Autoren haben nicht immer Ahnung von Dingen. Ja, von der Botanik, gell? Ich meine, ich kann nur so klug daherreden, wie ich das tatsächlich im Moment muss lernen. Ja, gut. Und das wegen dem Nachladen und dann kein... Das ist verdammt komisch, aber ich habe es nicht nur beim Fliegen im Fall. Ja, ich habe mehrere Mal nachgeladen, Klick. Ja, bei mir auch. Das könnte ein Jam sein im Fall. Es wird geschrieben, aber nicht, dass es Jam hat. Nein, ich habe noch nachgeschaut, es sagt da nicht Jam Clearer oder so. Er tut wirklich ein leeres Magazin laden aus irgendeinem Grund. Ich verstehe es nicht ganz, wieso. Meistens habe ich es während dem Fliegen, aber ich habe es glaube ich auch schon ein paar Tage. Ja, dort macht es mit der Leertaste, macht es so links das Menü auf, weil gerne nachladen und so weiter. Also Shift-Leertaste. Shift-Leertaste zum Fliegen, ja. Aber ich kann doch nicht fliegen. Server ist offen. Niemand kann fliegen von uns. Aber ich bin drauf, könnt ihr bei mir joinen. Joker. Was lustig ist einfach mal das Jetpack aktivieren, sich 180 Grad drillen und einfach mal in die hohe Masse reinschiessen. Ja. Das ist ja, schlimm, es sind im Fall nicht mal so viele Bugs. Nein, es sind noch nicht viele. Also viel nicht, nein, aber das sind halt einfach unzerstörbar. Sie sind einfach unzerstörbar, ja. Aber genau dort habe ich noch Körpermitte, der untere Teil im Prinzip, der Rumpf. Dort sind sie einfach verwundbarsten. Und heute ist Retreating, also Flüchten. Relativ gut angesagt. Wenn ihr näher als 50 Meter an euch springen wir weg. Ja, weil bis das Jetpack aktiviert braucht es eine Zeit und das Ding braucht irgendwie 4 Hits, bis du angehst. Also ich versuche einfach mal irgendwie euch dann anzumachen. Genau. Plan, aber ja. Das kommt gut. Also die erste von der Mission haben wir im Prinzip schon. Wir springen auf die Flucht. Wir sind direkt auf der Flucht Richtung Westen. Sie möchten einfach einen Drop-Pot. Ich rufe schnell die Basis, ich möchte schnell einen Drop. Und dann können wir Richtung Westen flüchten. Okay. Dann hat der Nerf
auch noch ganz, ganz kurze Zeit, um sich noch mit dem Jackpack vertraut zu machen. Ja, und eben nochmal sorry, dass ich da heute den Termin nicht so einhalten kann. Da geht's. Ich kenne das SFS, ja. Und wenn es die Vogel will, dann vogelt es die halt einfach. Du weißt, nervt damit, dann habe ich auch kein Problem, weil eben, wenn du einfach Pech hast, ich schieße nur die Leute an, weißt du, dann findet ihr euch jetzt etwas Besseres zu tun. Aha, auch nein, jetzt einfach Gott, nicht ich wäre viel lieber gekommen. Ja. Ah ja, von wegen Thema. Ich habe mich für nächste Woche nicht müssen abmelden, ich habe einen Samstagabend Job aufgedruckt bekommen. Nein! Ich bin ein Dudel draussen. Nein! Ja. Ich bin auf 10 Gegner, also auf 10 Leute eingestellt, verdammt. Es wäre so eine grosse Mission. Sigi, du bist der Choice next. Choice. Mhm. Ja, oder was? Ich melde es jetzt da, ja. Warte mal, Sim, ich bin am Spiel. Ich bin echt eigentlich den Freitag am Basteln gesehen, was plötzlich macht. Plopp! Oh, neues Mozart. Ja gut, okay, dann habe ich nächste Woche. bin ich drinnen oder nicht? Nein, wie sehe ich dich noch nicht? Okay, okay, dann muss ich zuerst mal ein altes Spiel raus dem noch. Das heisst, wir tun das Fort angreifen nächsten Freitag, oder was? Samstag? Nein, ich habe es nicht gestellt. Ich will immer noch das Fort angreifen. Also vielleicht schaffe ich es noch dazu, dann hättest du Stand jetzt 12 Leute auf dem Bau. Nicht 12 Leute, Quatsch. Jetzt war es sicher nicht. 5, 6, 7, 8, einen weniger. Also 8 Leute hättest du dann am Boden zumindest. Der Stand, den ich gelacht habe jetzt vorher, sind es glaube ich 12 gesamthaft gesehen, wobei 4 noch. Genau. Noch unklar. Also wenn wir noch Kanonenfutter brauchen, dann kann ich noch 1-2 auftreiben. Wenn es das ist, auf du weißt, wir haben sie ohne Grundausbildung nicht. Ich weiß. I was joking. Dann wär's Kanonenfutter, definitiv, weil Viel Spaß. Da fällt noch Samsi, fällt noch unten noch. Noch ja. Da sind sie ja, die beiden. Ja, gerade gleichzeitig. Fast. Ich komme immer zur perfekten Zeit. That's what she said. Ja, klar. Wait for Höst. Wow. Also der Motor hat dann das Game schon böse umgestaltet, ist ja geil. Ja, es jeder ist jeder so Screen und alles. Dafür ist es richtig schnell geworden. Es ist lustig, ja. Let's do this, let's do that, let's do this. Jagger, vielleicht noch schnell zum Klarifizieren. Ist es die Kleinsiedlung oder die Gross, wo wir hin wird? Ah, okay. Hat er jetzt genau. Gesagt? Eben nein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es die Grosse sein wird. Ich bin für beide. Über die Kleine werden wir eh drüber fliegen. Eben. Ja, ich denke ich. Halten wir uns einfach auf 068, dann fliegen wir direkt. Es gibt einfach nur noch eine, was ein bisschen südwestlich ist, aber die werden wir wahrscheinlich einfach links liegen. Ja, auch dort gibt es zwei. Ja, ich sehe es dort. Es gibt noch viel mehr, aber egal, ja, wir finden es raus. Du musst wieder aufmunitionieren. Erstmal aufstehen. Jetzt erstmal aufstehen, ja, wir schweben. Alle im Schlafen da. Hättest du denn was drin? Ah nein, ich denke, in der Kiste jetzt etwas drin. Ist schon gelogen, nein, hättest du. Ja, eben, darum hat es mich gewundert. Mach ich dir da? Gibt's etwas ich kann mit so, Munition aufsacken. Ah. Das war aber mal eh zu wenig. Fülle, bis voll bist. Ich habe voll, aber ich habe Demolition Charge und Claymore. Die brauchen wir auch mehr, das wohl. Brauchen wir eigentlich, wie heißt es? Den Apers oder so? Wenn wir das mal mehr brauchen, ja. Bist du sicher? Ja. Ich würde nämlich vortragen. Ich brauche mehr Munition. Endswitch. Okay, gut, dann machen wir so: zweimal hauen ihre Sprengstoffe mal um ein Drittel raus. Um ein Drittel? Will ich zweimal?
Nehmen wir sie, nehmen wir die und der Ding und der Dani. Okay. Dono und die nehmen die ein Drittel von allen Sprengstoff. Also, da heisst ein Drittel raus, da ist zwei Claymore raus und zwei Mine Dispenser. Genau, ja. Und den Rest nehmen wir Füller mit Munition, Tankgranaten bringen da nicht wirklich viel. Wow, das ist nämlich schon viel. Also, noch viel nicht, aber. Ich hätte eigentlich die Handgranaten, wenn sie nachgenutzt sind, ist doch etwas bringen. Gegenüber weil dir ich, vermutlich schon. Weil ich habe mit meinen beiden Selbstmordaktionen noch etwas mitgenommen. Vor allem beim letzten Mal, da habe ich recht einen Haufen nachher liegen auf mir drauf. Okay. 43 Also da heisst sie, die einfach gefressen. Ich bin nicht weggekommen, weil ich kein Jetpack mehr hatte. Also habe ich einfach rund um mich um eine Granate deponiert und mich mehr oder weniger selber hochgeblasen. Und die Magazine kommen noch so? 43. Aus plus eine der Waffe. 82 Kilo. Ja, das spielt keine Rolle. Man hat keine Stamina. Ah, okay. Kein Stamina und kein Load Limit. Mit Ding, mit einem Jumpsuit. Wir haben ein Exoskeleton an mit Armor und Jetpack. Geil. Könnt ihr gerade jetzt schon auf Schreien gehen, wir werden es brauchen. Ah! Alle ausgerüstet? Yep. Wir versuchen mehr mit den Minen und so zu arbeiten, weil sie okay, wirklich die meisten können in einer geraden Linie, habe genau. Ich gesehen. Und ihr könnt wirklich Tempo machen von einem Weg. Also, es wäre lustig, euch überhaupt irgendwie einzukesseln. Gut. Also, wir noch. Falsche Seite, oder? Nein. Nein, das stimmt schon. Machen wir auch dort, Tori? Yes. Also vorne sind wir auf die andere Seite. Ich würde sagen, vorher sind wir auf die andere Seite und sind rechts abgebogen. Jetzt gehen wir links rum. Was soll der Scheiß? Mimi. Confusion. Symmetrisches Schiff, ihr Pflöck. Confusion. Und jetzt? Ich will einfach nicht höher Dinger rein. Number 6 ready. One ready. Two ready. Three ready. You're ready. Two ready. Okay, 20 Sekunden. Ja, etwas Druck? Einfach warten, bis es explodiert. Nein, wir ziehen uns gleich westwärts. Ah, Jesus, honey. Man kann ich da hohe Drop-Ding steuern? Nein, ist ein Drop. Ja, pfff. Ja, es ist ein Drop, sagen sie. Ja, Steuerungsthruster sind also... Nein, anyway. Dö. Oh, und er geht schon hoch. That should be. Juhu! Juhu, Pinsley! I have a bad feeling about this. Die werden fliegen aussteigen oder gehst du? Direct Touchdown und out. Liegen nicht da. Was haben sie Touchdown? Dono out, Richtung Westen weg, gell? Nerf da. Nerf Jogger. Dann die Antworten. Du hast noch kurz Zeit, um mit dem Jetpack experimentieren, bevor ich die Horden auf euch loslasse. Danke, ich probier's gerade mal. Wie sollte da gehen? Großtaste Tabulator? Shift leer. Samsi meldet sich zum Dienst. Eric, du lässt gerade einen auf deine Mana zurück. Ich merke es gerade, wird der Nerf sein, oder? Ja, er ist noch ein bisschen verwirrt mit dem Jetpack. Hi, Sigi. Hoi. Pass auf, du hast Sprit, gell? Wenn der EU leer ist und zu crash ist, tut's weh. Lädt sich denn der wieder aus? Wo ist er in den Sprit? Verstanden, ja, der lädt sich wieder auf, ohne rechts ist er. Ah, okay.
Grüezi. Grüß Gott. Ah, da bist du. Okay. Wir sollten uns, glaube ich, Jungs, ein bisschen mehr Richtung Norden. Wir sollten uns, glaube ich, ein bisschen mehr zusammen. Wir sind am Moor fliegen. Ja, ja. Man sieht es. Irgendwo. Das ist das neue SpaceX-Programm. Kontakt, Bugs, richtig, Nordost. Da macht ihr Fahnen ohne Ende. Alexa, play Rip and Tear. Woohoo! Hey Purse, let's go! 30 Sekunden, weiter Richtung Westen! Sir, yes sir! Das Jetpack ist nicht ganz aufgeladen. Ja, ja, da hebt ewig. Die mal eine rausstellen, oder was? Ich geh dran. Er macht du. Er hat mehr wie mir. Ja. Okay, die erste Eipers ist abgegangen. Timer gesetzt, weiter. So, ja, yes, Sir. Versuchen immer ein bisschen zueinander zu springen, mehr oder weniger. Wie sieht es bei eurem Jetpack-Status aus? Nächste Epos ist hoch. Gut. Gerade beim Namen Jetpack, also beim A. Gut. Voll. Das Fuß wieder einen Napers. 30 Sekunden setzen. Ja, mach ich. Den Rest schon weiter zurückziehen. So, ja, so. Place. Feind ist Benzer. Ja, viel bleibt in dir. Timer, 30 Sekunden, set time. Dann let's go. Back. Ja. Ich liebe die Dinger. Bin schon gäbig. Ey, wir können jetzt verdammt lang abschalten. Ja, passt eh. Nein, ja, nicht mehr noch Lampe. Er hat ein Headlight. Wie hat er das Headlight abgebracht? Mit L. Nein, nein, das ist die Waffenlampe. L habe ich die Waffenlampe, aber ich brauche das Headlight weg. Wie hast du das Headlight eingeschaltet? Keine Ahnung. Ich probiere sie ja verzweifelt abschalten. Einmal mit Profis. Auch nicht schlecht. Meint die Spencer? Ach, nein, noch nicht. Ich glaube, wir haben mal genug. Der die Moment ist genug. Wir gehen dritte Richtung Westen. Jagger, weißt du, wie man das Headlight abschaltet? Wieso höre ich dich nicht auf dem Funk? Keine Ahnung, wie du es überhaupt geschaltet hast in the first place. Ich habe auch gehört. Hä? Ich habe auch gehört, so. Okay. Ist vom Falschen. Kann ich, weißt du, wie wir am Funk dabei? Ein 152er. Mach mal eine Verbindungskontrolle mit mir, bitte. Nico, für deine Antworten. Nope. Ich habe dich gehört. Ich auch. Okay, hören nur ich nicht? Ja. Ja. No, hörst du? Ja. Gut, ja, dann ist gut. Mit dem kann ich leben. Ja, nein, also mit dem kann ich wirklich leben. Vielleicht Kanal gewechselt aus Versehen oder so. Moment, ich muss mein Bein schnell behandeln. Ah, ich glaube bei dir. Wenn man mal ganz kurz stehen bleiben, schaue ich mal schnell, welche verdammte Taste für das scheiß Headlight ist. Reflex für Homebox. Dann der Homebox schick. Finde ich nichts drin. Das ist dann okay, ich habe in dem Fall immer noch Kontakt zu euch. Gut. Wie sieht es bei euch aus? Antworten?
Verstanden. Haben wir mal einmal kurz Kontakt gehabt zu einer kleineren Gruppe Bugs. Sind dann westwärts wieder rausgebrochen und haben ein paar Geschenke zurückgelassen. Verstanden. Die nächste kleinere Siedlung auf eurem Weg hat wahrscheinlich noch irgendwo Kisten mit zusätzlichen Waffen und Munition. Vielleicht wert zum Auschecken, wenn wir stark in Bedrängnis sind. Antworten. Bugs, Osten, 800 Meter. Schluss. Ich wiederhole, Bugs, Osten, 800 Meter. Gesichtet, das Bearing wäre hilfreicher. Ja, Osten ist Osten. Du hast ja ein GPS, also kannst du das Bearing ablesen. Nee. Jetzt habe ich es. Ja, weißt du, 90 ist nicht 94, bei mir sind es nämlich auch 94. Oh, die Horde ist so groß, die taucht jetzt gleich bei 90 auf. Mein Dispenser? Wenn sie irgendwo da wäre. Wo ist sie jetzt an? Ja, mal setzen, aber noch nicht scharf machen. Wenn wir sie mal voll drin rennen lassen, oder was? Dann wird man zumindest den Weg weisen. Und der Weg wäre? Nicht alle Richtung 90 schauen, halten den Rest auch ein bisschen abdecken, gell? Ja. Also, Place drücken, hä? Ja, Place, dann kannst du einfach noch keinen Trigger setzen. Es sind zwei Gruppen, die auf uns zukommen. Das ist actually auch echt praktisch, also. Okay, setzen! Abstand! Trigger 3 Sekunden, oder? Zweite Gruppe Trigger. Richtung 92. Gesetz. Weit ab nach links. Weg Richtung Westen. Mann, bin ich scheiße im Ziel. Wuba! Ja, boy! Bitte die Eifels platzieren. Ah, nicht. Wenn ihr wüsst, wie. Ah, doch, da, Explosives. Hi! Roughnex für Homebox. Setzen 3 Sekunden, wir gehen! Kann ich schicken? Dande, ihr habt den Timer ein bisschen zu lang gestellt. Auch zur Info antworten. Dande. Let's go, boys! Vorne hängt. Zurück. Ah, ich habe das Problem gelöst, indem wir den Helm abgezogen und wieder angelegt haben. Okay. Bitte Impuls platzieren, 20 Sekunden. Soll ich mal da eins anstellen? Ich bin dran. Raffnix Homebox. Platziert. Wait one. Reload! Reload! Hast du scharf gemacht? Noch nicht. Bin tot. Ja. 15 Sekunden. Ich hab gedacht, sie sind ein bisschen näher. Ja. Weg, richtig fest. Ja. Did I hit? Ebers gesetzt. Er ist nicht ein Deadman Switch zum die Dinger. 15 Sekunden. Und weg. Deadman Switch für die Dinger wäre auch noch lustig. Ja, aber es bringt glaube ich nicht viel. Bringt nicht allzu viel. Das ist ja geil. Gell, das ist richtig witzig. Das ist richtig geil.
eine spaßige Mission. Fun, that's not something they would think. Maverick, but this, ich muss zuerst wieder aufladen. Smile on my face. Darf ich da mal einen Apers aufstellen? Aha, gib ihm. Wiener. Nono, wieso schwimmst du? Ich weiß, warum du so keinen Sprit hast. Oh. brennt. Ich habe keine Apers, aber der Demolition Charger hinter uns! Kontakt hinter! Reload! Mind Dispenser! Nate! 20 Sekunden, I would get the fuck out of there! Achtung, Nate! Platziere einen Dispenser. Ja. Rennet. Weg! Fuck. 3 Sekunden. Wir haben einen da drin verloren. Reload! Fällt noch einer da runter? Roughnex. Ja, mir fällt noch einer, aber der ist tot. Wir haben einen Marsch im Bar in einer recht schittigen Situation zurückgelassen, in Life Science und am Drop beantworten. Nein, echt? Verstanden, wissen wir, aber der spielt ein bisschen mit Bugs. Verstanden, ich hoffe, er hat sich wenigstens in die Luft gejagt, Antwort. Negativ. Hoffe ich bei Ihnen auch. Es explodiert nicht, also würde man behaupten, nein. Nein, er ist Mause. Könnte man aber eigentlich mal noch machen. Bitte Richtung Südwest. Jetpack sozusagen da unten, gell? Ja, kein Jetpack mehr. 3 Sekunden, weiter Richtung Westen. Ja, der muss laufen. Ja, per Pedis. Tipp an alle beim Jetpack. Versuchen ein bisschen mehr zu gleiten. Zuerst ein bisschen mehr Höhe gewinnen, dann das Jetpack immer wieder abschalten. Brauchen da weniger Sprit, kommen weiter. Ja, habe ich schon gemacht. Noch einen für Chago, bitte. Ja, das schicken. Hand auf, wer auch immer dort in der Hockey rumrennt. Oh, so. Vielleicht geht das Fliegen im Stab ist. Box close. Welche Richtung?
Aus 20. Von denen, die wir wegrennen. Maverick. Weg hier. Da, friss da, du Bitch! Jetzt geht's besser aus! Nein! Reload! Achtung, direkt vor uns! Achtung, nochmal 4! Nein! Ja, Mann! Wuhuhu! Explodieren die Spinner so am Schluss. Nein, mir ist in Synchro, dass ich Granate habe. Weitere Horde Richtung 92. Etwa ein Klick weg. Kein Jump Suite. We lost one. Ich könnte ihn retten, soll ich ihn mitnehmen? Versuchen. Wenn du kannst, probier's, aber ich glaube nicht, ob das Ding das Splügel mit der Schulter. Let's find out. No, no! Wir lehnen dich jetzt absolut nicht zurück. Komm. Hat jemand ein Taxi bestellt? Hat jemand ein Taxi bestellt? Hast du den Taxi umladen? Yes! Okay, Ding Siedlung auf 276. Versuch bis so weit wie möglich hinter zu fliegen. Sir, yes sir. Woohoo! Du, der andere einen linken lassen! Der ist gerade verreckt. Und jetzt 5 Minuten 5 Sekunden. Okay, keine Ahnung, der Nono gibt mir scheinbar keine Antwort in dem Fall. Oder hat sonst das Problem? Range, Antwort. Verstanden, nein, ich höre den Nerf zum Beispiel auch nicht über Funk. Okay, verstanden. Ich teleportiere euch den Nono für in die nächste Siedlung. Antworten. Verstanden, danke, Schluss. An alle in dieser Siedlung sollten wir allenfalls ein bisschen Munition und Zeugs finden. Zweimal einen Ausguck, einer davon bin ich. Der andere ist der Sigi. Wir nehmen uns die linke und die rechte Kuppel, damit wir die anderen durchsuchen, Basis. Ich habe noch schnell Nono seine Munition und meine Dispenser aufgeschnappt. Bin jetzt auch da, kurz vor der Basis. Verstanden, Sigi nimmt die Kuppel rechts, bei den Ventilatoren nimmst du die links.
durchsuchen, dass im Fall, sonst könnte ich schon Bugs drin haben. Schlecker sehen, haben wir schon mal am Boden unten in der Kuppel. Standard, Bugs, Kontakt, Bearing, 7, 1, Far, Sigi, Eingang, schon runter, gehen wir die Ecke, gesetzt ein paar Apples. Check. Fuck you. Nummer für Maverick. Standard, noch schick. Maverick, verstehst du mich? Verstanden, schick. Ich höre dich im Funk, wenn ich kann nur schreien. Okay, ja, ich höre dich. Sag's, können wir verdammt schnell näher kommen, im Übrigen. Ich weiß nicht. Maverick, sag ihm zuerst, er soll mal schnell seine Ausrüstung ablegen und wieder anziehen, vielleicht kannst du das resetten. Das ist gerade meine beste dumme Idee, die ich habe. Alle Ostzugang ist vermint. Minimum 3 Apers. Bugs kommen näher. Ich habe jetzt überall ein bisschen rumgeschaut, aber Munition nicht gefunden. Hast du in der Kuppel geschaut? Nein, es resettet nicht. Maverick, nein, es wird nicht resettet. Es wäre auch immer dort vorne stoppen, verdammt. Jetzt sind die Apples hochgegangen gerade. Ja, die Apples, die ich gerade platziert habe. Was ist? Was denkt ihr da, wer hat die 6 Apples gerade dort angestellt? Kopf, meine Güte. Die laufen nicht dort an, wo ich meine Apples angeknallt habe. Ich habe da nicht gern. Nein, sie gehen dort links und um. Sie umgehen uns, das sind so Bastarde. Also sie probieren es zumindest. Nein, da habe ich einfach nicht gegeben. Close, ich vermute in meiner Kuppel. Für was habe ich jetzt da 6 Apers angeknallt? Komm da hinterher, komm. Vielleicht kann ich ja KI bewegen. Die haben uns noch einmal wahrgenommen, du. Einfach in Grund an dir am Ding hin. Ja, ich merk's. Nein, lass über die Apos rennen. Die rennen jetzt in eine Riesen... Okay, wer auch immer weiter sagen, wenn wir nicht alle hören. Wenn wir die Basis durchsucht haben und nichts gefunden haben, weiter Richtung Westen. Ein auf ein paar Cas. Fast Mover. Bearing 6-3. Wenn die Basis leer ist, sollte man nach Westen über jetzt geheißen. Los, das läuft der harte Boxen Richtung Westen. Dann würde ich sagen, wir machen relativ schnell. Hey, ich bin bereit zum Gehen. Ja, ich eigentlich auch. Kann irgendjemand relayen für den Nerf und für den Nono, weil sie hören mich scheinbar beide nicht. Doch, ich höre die tiptop. Er gehört die anscheinend. Sollen wir gehen? Sind geschoben Richtung Westen, ja. Okay, wir sind geschoben Richtung Westen. Ich finde Westen nicht so eine coole Position. Nein, ich auch nicht, aber Pepe gesagt Westen, also gehen wir. Ja.
sind wieder noch vier. Ja, nur noch tut das Jetpack wieder nicht. Ah, fuck. Jungs, verstecken dir! Richtig Westen. Reload. Nate. Kommen wir für Jogger. Sorry. Ja, man! Schöne Arbeit. Mit dem vereinten Kräften schaffen wir die Wechsel. Ja. Was denn euch? Die Waffe schon noch Wumms. Wenn du alles triffst, ist keine Sache. Verstanden. Nono ist im Moment noch in der Basis. Vielleicht kann er während mir eine Diversion machen und Munition suchen, antworten. Verstanden, ja, das ist eine Idee. Nur noch tut das Checkpack wieder nicht, auch mit dem Ablegen nicht. Vielleicht kommt immer rücken wir zurück auf die Siedlung langsam und töten alles, was in Quere kommt. Verstanden, alles, was in Quere kommt, töten. Dazu habe ich einen Jagger, ich kann mit nur noch kommunizieren, weil er mich nicht hört. Im Süden von der Basis ist jetzt eine Ansammlung an Viecher, sonst hat es eigentlich nicht viel. Achtung, Packung, bleib kurz. Irgendjemand verblutet. Standen viermal, aber im Moment nur. Verstanden, nur noch, wir sind auf dem wir haben uns ein wenig rausgeschlichen und kämpfen uns jetzt zurück zur Basis. Versuch du weiter nach Munition zu suchen. Ich vermute, dass im, was ist das, im Nordtrakt, dort in den Korridor vielleicht irgendetwas findest. Nono? Ja? Hast du nicht gehört? Du sollst eine Basis nach Munition suchen. Aha, das Problem ist, okay, Nono hört mich nicht. Ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr. Okay. Erika gehört dich nicht. Was? Habe ich ja gerade gesehen. Ah. Oh. Das habe ich nicht gehört. Okay. Zwei Mann gehen ein bisschen näher, der Rest gräbt sich da oben ein. Wir haben ja Schaufeln bei uns. Wir haben alles im Süden dort vorne. Rough next to your homebox. Ich gehe einfach mit dem Nono mit. Jo. Dann schick. Verstanden. Spear hat gerade mit ihrer Ordnanz größere Backtruppen angegriffen und Basis um. Sind jetzt aber Demo-Hoppers wieder neu befüllen, das hebt nicht ewig. Möchtet schnell antworten. Verstanden. Ist ein Eingang? Nein, verstanden, des Weiteren, wir haben ein leichtes Ding. Ein leichter Fighter im Gebiet ist nicht wirklich ein Erdkämpfer, okay. Aber er wird versuchen, euch einen leichten Support zu geben. Antworten. Da ist ein Eingang, oder? Verstanden. Willst du mir sagen, wir kommen da nirgends rein? Ich sehe nur ganz viele Bugs raus. Ja, das sehe ich auch schon. Aber dann ist schon vorgesehen. Ja, du kannst fliegen, ich nicht. Aha. Stimmt, da war ja was. Darum wäre ich auch andersrum. Haben Sie von Merrick? Was haben Sie gehört? Kann da euren Status? Bis jetzt noch nie gefunden, aber wir haben jetzt endlich mal einen Eingang gefunden. Verstanden, machen vorwärts, scheinbar haben wir relativ viele Bugs im Ding. Also vorwärts, versuchen so schnell wie möglich. Working on it. Bleibt der noch? Nein, der ist dort. Hoffe ich zumindest. Machen wir jetzt noch nirgends Muni? Ja, super, da hinten ist noch irgendetwas. Wenn es keine Munition ist, da aber... kann man nicht aufmachen. Also Maverick für Samsung, wir haben da geschlossene Türen gefunden, wo wir nicht durchkommen. Ich weiß nicht, wie sie geschützt ist. Antworten. Verstanden, Satchel. Ich gebe mal einen Versuch. Antworten. Verstanden. Hoffe, dass nicht Munition dahinter steht. Verstanden, Schluss.
Ja? Das Gebäude ist schon in die Luft geflogen. Schau mal um dich. Hä? Was haben Sie für Jogger? Ja, antworten. Ich habe keine Kiste in deinen Hof hineingestellt, weil die Tür sollte eigentlich aufgehen. Antworten. Kiste gefunden. Da könnt ihr einmal mit hohem Explosivzeug spielen, Kopf. Verstanden. Ich bringe mich nur noch bei, wie der Deadman Switch funktioniert. Wieso, für die abgekratzt ist, hat sich das mittlerweile recht rendiert, antworten. Und wie funktioniert der? Verstanden. Selbstinteraktion, Explosive, Deadman Switch und dann kannst du ihn zu irgendetwas connecten. Oder Detonate All. Was ist Detonate All? Detonate All habe ich jetzt gemacht. Ah, okay, dann bist du nicht in die Luft geflogen. Gut. Ja, dann tut einfach Alex explodieren. Das ist die beste Lösung. Roughnecks, Roughnecks. Verstanden, schick. Das Tech-Radar hat gerade diverse Ziele aufgelegt, die aus mehreren Richtungen nordöstlich, westlich und südwestlich auf eure Position zurückkehrt. Antworten. Chef, wir haben... ein Chef hat gesehen, was wir haben. Ja... ein nach dem anderen. Verstanden, Homebox. Auf Gott, dass ich versuche, die Seite zu kleiden, die armen Bastarden. Höher kommen aus 24. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Was? Schlechte Nachrichten, ich habe keine Granaten mehr. Nein, von denen hätte ich sogar noch zwei. Wir haben nur einen Rocket Launcher. Negativ, wir haben zwei Einheiten. Das ist ungefähr eine 10er-Gruppe. Ah, okay. Jetzt bei unserer Eingrabungsstelle. Warte, ich muss schnell nachlegen. Ich habe den Rocketeer noch nicht. Okay. Contact close, Siggy, nicht so schnell wie ich da runter zum Munition aufstocken. Bitte zu. Okay, mittlerweile ist ein bisschen mehr Wumms als der Soul Drive gesandt worden. Willen? Hey! Ich weiß nicht, auf was schiessen. Es stirbt alles nicht. Zurück euch zurück, zurück euch zurück. Willen, wir haben die meisten. Sind die tot? Das nein! Das nein, genau. Willen. Immer noch, pass auf! Ich glaube, jetzt ist er verreckt. Jetzt nimm. New? New? Aua! Aua, aua! Autsch! Wenn wir noch vorige Raketen haben, die nehme ich nachher noch mit. Richtig, 64 und. Nein, negativ, 99, 100. Fuck. Und inklusive innerhalb der Basis. Da meine ich eigentlich, ja. Bei mir an der Kuppel sind noch zwei. Ich weiß für die Intelligenzallergiker. Atombomben hat es nicht gern, wenn man auf sie schießt. Atom was? Wenn man nicht mehr weggibt. Ich bin nur einen Moment, bis die taktische Nuklearwaffe in der Kiste hochgehen. Die taktische. Was? Verstanden. Abflug Richtung West. Richtung 313. Ah, das scheiß Fisch ab denen.
Bitte anschnallen. Ich kriege es dann gerade weg. Hä? Ich kriege es dann wahrscheinlich gerade weg. Nimm den Biobomb. Der stoppt blutig und gibt Schmerzmittel. Man down. Ich hoffe, du hast kein Dings. Wenn du einen Deadman Switch hast, bring ich dich um. Ich bin auch kurz vor dem Umkippen. Oh, verdammt. Aber ich muss es schaffen, um mich aufrichten vorher. Und Sigi sollte auch wieder fit sein, wenn ich mir ein bisschen Blut gebe. Das war sehr support. Ich muss mal ein bisschen Blut da. Hack rein. Gut. Das ist halt wirklich ein Selbstmord hat der Täter verhalten. Nerf, gehst du so weit Deckung, hilfst du dem Samsi? Also er hat 2 Liter Blut bekommen. Wahrscheinlich braucht er mehr. You failed to find a blood pressure, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Puls, he? Sorry, ich hab echt nicht mitbekommen, dass dort der Top-Waffe in dem hohen Kistchen gesagt hat. Ich auch nicht. Fine. Wir haben Bugs nahe, so wie es aus, wie es sich anhört. Shit! Wow! Wir sind immer noch taktische Nuklearwaffen! Au! Muss ich wirklich gehen? Medic! Medic! Immer eine Sekunde. Biofoam! Mach Wunder bitte! Und der Sigi... Ich habe den Sigi verloren! Der Biofoam bringt genau Bullshit. Fly by wire, scheisse! Fly by Bullshit. Der Nerv auch. Ja, er hat ja mitten in uns reingeschossen mit einem Raketenwerfer. Der Sieg ist noch nicht da, hä? Sieg liegt auch. Ja, ich weiß, dass er liegt. Aber er ist noch nicht tot. Aber jetzt ist er tot, ziemlich sicher, weil er hat gerade noch einen Thermonuklearen auf ihn geschickt. Ah, super, keine Raketen mehr. Ich sterbe jetzt gleich weg, kein Blut. Wie gibt er? Ich bin jetzt gleich gestopft, immerhin. Nein, der Sigi! Gut, ist meine. Ah, so. Ich gebe mir selber eine Banane ein. 2 sind besser als einer. That's what she said. So, also. War ich verpasst? Bis jetzt nichts, so wieder fit. Ja. Gut, mir noch. Hey! Ist dein Medizinalstatus? Orange. Ah, fast schon grün. Gelb. Gut, ich hole aus der Lade auf Platte, hängt mal noch schnell einen Liter an. Deine Ausrüstung funktioniert. Hi. Gut, weiter bis zur Siedlung.
den ersten Blick keinen Kontakt. Auf den zweiten Blick ebenfalls kein Kontakt. Hä? Auf den zweiten Blick ebenfalls kein Viecher. Nein, bis jetzt nicht. Es ist ein bisschen ruhig. Zu ruhig. Definitiv. Gut, mein Ding ist jetzt wieder... Peppig ist jetzt noch halb voll drin. Mein ist wieder voll. Wenn du noch so antippst, dass du auf der gleichen Höhe bist, verbrauchst du am wenigsten. Ja, ja. Habe ich gemerkt. Da kommt der erste. Aus 72. 72. 73. Wir gehen noch am Repack. Jetzt ist plötzlich wieder 71. Ah. Ah, sogar Range an. Okay. Auf 350. Stand, schick. Verstanden, drei Mark hier. Wir haben uns weiter zurückgezogen zur Grid Coordinate 025068. Verstanden, Kavallerie ist unterwegs. Ich denke, wir sind Kavallerie. Drei Ersatzmonkeys mit einem Warthog zum Schiff rausgerührt sind unterwegs zu euch. Schließe ich mit denen kurz antworten. Verstanden, wenn ich zu irgendeinem von denen Kontakt kriege, weil zu nur noch unseren Nerf kriege ich keinen. Verstanden, mal schauen, wenn sie näher kommen. Sie bewegt sich auf jeden Fall in eure Richtung. Ich gebe ihnen sonst neue Daten durch. Antworten? Nein, der Nerf hört mich auf dem Funk nicht, Charles. Also, er hört mich, aber er kann mir nicht antworten. Ich höre ihn nicht. Verstanden, ich habe auch gesagt, ich gebe ihnen eure Koordinaten durch. Antworten. Reloading. Yeah. Darf ich joggen antworten? Darf ich joggen? Ich habe noch einmal ein markiertes Kart, ich darf es joinen. Es sollte zu figuren, wenn irgendjemand auf dem Kanal ist, antworten. Verstanden, woher kommen Sie? Ostwärts. Verstanden, ja, Sie kommen aus Osten, antworten. Verstanden, danke. Schluss. Wo bist jetzt du wieder hin, du Scheißvieh? Au. Nein, jetzt musst du gar nicht. Put. Alter, stirb da viermal. Nein, nein. Ja, perfekt, Blitzer da.
Gott, fressen die viel. Da oben schon, du musst einfach Körper mit. Unsere Jungs sind mit einer Warthog von Osten her reingekommen, irgendwo. Wo ist Osten? Ah, oh, okay. Wie sieht denn der Rest so aus? Leer. Ja, ich frag mich, ob man da irgendwo allenfalls Munition findet. Selbst vorne auf 212 sieht aus wie ein Bunker und da auf 197, 98 dort hinten noch eines ist ein Verteiler. Ja, was? Was für ein Verteiler? Das grosse Gebäude neben der Container. Aha, da, ja, da habe ich gesehen. Sollen wir es da mal anschauen? Ja, ich denke, wir springen mal über und schauen uns näher an. Ich meine, ich kann von da oben aus schauen halten und du kannst allein, aber. Gute Idee. Gell? Ich finde es immer gut, wenn ich nicht dort haben muss, tot. Aber sie wäre gut zum Verteidigen. Hat innen da oben ist eine Balustrade. Oh, okay. That's useful. Lügen wir mal die restliche Basis nach. Feind, nicht Feind. Die hat Leute, you know. Yep, Verstärkung. Ja, da voll im Griff. Süß, der Rest sieht leer, also. Sigi für Merrick, wir sind etwa 200 Meter von euch entfernt auf der Kuppel. Immer noch Flares zünden, aber ich sehe die uns. Nochmal ein Bunkerteil hätten wir Richtung 57. Wo genau gleich aussieht, glaub's. Nein, das ist glaube ich ein Verteiler, oder? Nein, ist nicht 57. 357. Ah, gesehen, ja. Er spinnt ein bisschen rum mit dem Huren. Ich gehe schon zu den Jungs, Abi. Hi. Wer von euch kann noch fliegen? Wer von euch kann noch fliegen? Haben wir noch mal so etwas Bunkerähnliches gefunden, mal schauen, ob wir noch Munition finden. Okay. Ja, ich höre dich. Okay. Oh, noch einsteigen. Oh Gott. Ja. Maverick für Samsi, wir haben hier auf dem Bunker, wo ich gerade stehe, vier medizinische Einrichtungen. So Bunkerhäuschen, so kleine Kartonhäuschen. Vielleicht hat es dort ein bisschen Supplies drin, antworten. Wir haben herausgefunden, warum die Kolonien so schnell down gegangen sind. Es ist nicht hübsch. Oh. Weil scheinbar wenn Bugs den Planeten davon abhalten, dass sie ihn kolonisieren. Antworten. Wow, nein. Nicht verstanden, Homebox wiederholen. Wer sagt, wer denkt? Verstanden. Ich habe euch bereits einen neuen Taskmarker im Süden gesetzt. Das ist euer Pickup. Kommt in Bewegung, weil wir haben herausgefunden, wieso dass die erste Kolonie so
schnell down, so leislich down gegangen ist und warum auch die Kolonie, die ich beantworten kann. Dani, Moment, ich bin mit Homebox am Funk, du hörst ihn scheinbar nicht, darum weiß ich es nicht. Verstanden, Jagger, schick mir den letzten Satz nochmal, das ist ein Funk dazwischen gekommen. Verstanden, ihr solltet so schnell wie möglich weg aus dieser Basis, weil ich habe irgendeine neue Art von Infiltrierbug, die anfängt, die Plasmareaktoren von der Basis nicht zu überladen. Und die, die ich draufstehe, ist auch gerade dabei, kritisch zu antworten. Verstanden, sammeln meine Leute ein, wir sind geschoben. Hans Team, Treffpunkt Südende von der Basis, nehmen den Warthog mit. Maverick von NERV, Verbindungskontrolle, antworten. Verstanden, NERV, Treffpunkt Südende von der Basis. Du schon geschafft, nix, oder? Verstanden, ja. Es bringt nicht viel, wenn ich als Teamleiter mit dem ganzen Team nicht kommunizieren kann. Verstanden, ja, darum hätte ich mich nur noch zu dem Treffpunkt durchschlagen, das ist alles, antworten. Habe ich schon verstanden, aber ich weiß nicht, ob... out of service. Sigi, bitte wiederholen. Sigi, bitte wiederholen. Wo sind ihr? Nico, antworte. Nerv, ich höre dich, was hast du? Versteht mich irgendjemand, antworte. Verstanden, ich höre dich. Verstanden, Schluss. Sigi, was ist? Also ich habe weder Funk noch Jetpack mehr. Verstanden, ja, ich sehe, die Jetpacks sind kaputt aus. Ja, und dort hinten wird schon dort hinten geschossen. Wer schießt von uns gerade im Moment? Antworten? Das bin ich, damit ihr wisst, wo ich bin. Ja, okay, da bringt es nicht mehr, okay, in dem Fall. Well, shit. Channel user joined your channel. Ja, da finde ich auch definitiv. Stimme ich absolut zu. Was ein bisschen, ja. I guess. ist ein bisschen schade, dass wir die Funk-Issues hatten, weil eben, ich habe es allen gesehen, dass man richtig Süden abgönnt. Ja, gut, nach dieser Atomexplosion hatte ich auch Funk-Issues. Ja gut, das stimmt. Der Funk aber hat sowieso irgendwie die ganze Zeit ein bisschen Zeugs gemacht. Ja, weil ich dir dann mehrere Mal Antwort gegeben. Ich habe noch mehrere Mal Antwort gegeben, aber ja. Nur habe ich deine Antwort nicht gehört. Ja, ja, eben. Ich habe nicht verstanden am Funk. Eben, darum ist es ein bisschen schade, dass wir das Funk-Issue können, weil sonst wären wir dort schon noch weggekommen, definitiv. Also wir sind ja weggekommen. Wir haben die Atomexplosion gesehen und haben mich hinter dem nächsten Kraterrand verdüst mit dem Jeep. Ja, okay. Finde ich gut. Also, hat der Jeep überlebt im Fall? Ja. Sogar relativ unbeschadet. Es hätte euch gar nicht viel können passieren können, weil das war nur eine kleine. Also, also das Einzige, was eine Redmarke gebraucht hat, sind unsere Jetpacks. Also die nicht funktioniert haben. Ja, gut, es gab nur ein Unhaltproblem, oder? Ja, ganz am Schluss hat meine nicht da. Am Schluss hat Sigi seinen angefangen zu fackeln. Das ist normal. Die ganze Zeit brennt.
Ah. Das ist normal. Das ist normal, okay. Nein, das ist der Effekt, den du hast, wenn du springst. Ah, okay. Ja. Das ist normal, den haben wir alle gehabt. Aber ein brutaler Fan ist das Ding gewesen. Es ist arschlustig. Absolut, absolut. Also eben, der Jacka, gell, ich kann nicht falsch verstehen. Keine Kritik an die. Mission wäre grundsätzlich sehr geil. Ja, du, ich habe es jetzt auch nur abgebrochen, weil das Problem ist, sonst in der Regel hat man ja mehr Infos, dass man das Grant vielleicht auch noch zusammenpuzzeln kann, wo man sich jetzt sollte sammeln, oder? Ja, ja. Und das hat jetzt ein bisschen gefehlt, weil ich habe jetzt natürlich kein Pre-Mission Planning gehabt, nichts, oder? Darum habe ich es abgebrochen. Nichtsdestotrotz machen wir das Debrief. Ja, können wir machen. Ich glaube, Nerf fängt an. Jo, jo. Danke, dass ihr mich noch mitgenommen habt. Ist echt fun gewesen. Einmal komplett etwas anderes mit Jetpacks und Hightech-Granaten. Und ja, gut, als ich den Raketenwerfer gesattelt habe, ich gedacht, ah, geil, endlich eine echte Fumme, um die Dinge zu bekämpfen. Als kleiner Atomsprengkopf ist, habe ich nicht gepeilt. Gut, das haben wir dir, du hast das vom Briefing her nicht mitgekriegt. Es ist am Anfang auch einmal gesagt worden und die hatten völlig untergegangen, um es dir nachher noch zu sagen. Ja gut, nach dem ersten hätte ich es eigentlich sollen kapieren, aber dort habe ich das Gefühl, ich habe auf eine Kiste geschossen, wo eine Atombombe drin war. Und darum habe ich nach dem Online gezogen. Ja. Es sind etwa 6 Stück drin gewesen. Ja. Also auf einer 6 und zwar nur noch ein drin gewesen, weil alle anderen habe ich in meinen Rucksack gerummt. Also okay. Wahrscheinlich, wenn es etwas Geiles gibt, ist das dann nicht sofort zerstört. Ja, nein, ich muss sagen, der hat einen Fun gemacht. Also gern wieder mal irgendwie, ja. Danke vielmals. Okay. Cool. Nono? Ja, ich bin ein bisschen minder bemittelt heute oben irgendwie. Weil jedes Mal, wenn ihr weitergegangen sind, bin ich gestorben. Danke. Ich sage, Nono, wähl deine Worte anders. Ja. Das kriegst du gleich Shitload von allen ab. Sorry. Ich weiß, was du meinst. Aber ich sage, ich hab nicht gesagt. Das Wort, das du suchst, ist underpowered. Oder misequipped. Okay, mein Equipment hat gefehlt. Schwanzvergleich habe ich verloren. Wir haben ihn können abhauen. aber du musst es so sehen, Ono. Du hast dich fürs Team geopfert. Jedes Mal, wenn sie dich gefressen haben, sind wir weg. Das stimmt allerdings. That's a good point. Entschuldigung an Dani und an Sigi, wo ich euch nachher noch schnell genugt habe. Es sind so viele Bugs bei euch gestanden, von ja, jetzt spielt es auch keine Rolle. Ja, ist in Ordnung, das habe ich nicht mal gemerkt. Ja, das Spiel, das wir heute gespielt haben, ist eins gewesen, wo Medics nicht so eine Sache sind. Nein. Sorry, Nono ist immer noch dran, sorry. Ja, du, groß gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich bin jedes Mal wieder hinterher geschickt worden und wenn die Gruppe das nächste Mal wieder abgehauen ist, habe ich wieder Last Man Standing spielen. Ja, nicht auch den Best gefunden. Dann heisst es einfach, ja, wir hauen ab und dann nur noch so, ja Leute. Gut, ich habe keinen Jetpack. Sorry, Nono, du musst verstehen, der Call ist, ich muss das Wohl von mehreren über das Wohl von einem stellen. Ja du, ich bin dort im Gebäude gestanden, befissig mit Granaten um mich werfen, gesehen am Schluss einen Leichenhaufen um mich herum. Weil irgendwie haben alle Bugs in das Gebäude gewählt und ich habe beschlossen, ich schmeiße jetzt alle 10 Granaten dort hin. Kannst du dir nicht vorstellen, wie das dann dazu hergegangen ist? Sag mal, haben wir überhaupt einen Gehörschutzpfropfen gehabt in dieser Mission? Ich glaube nicht. Wir haben welche gehabt, aber der Helm selber hat auch schon Ding gehabt. Ear Protection. Aber irgendein ist in der ersten kleinen Basis, die wir auf der Flucht hatten, scheinbar auch irgendetwas ist gefreezed. Weil irgendwie ist plötzlich alles zum Stillstand gekommen, aus meiner Sicht. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht inwiefern das Arma einfach ein spezielles Problem mit dem Rick hat. Weil, nimm es mir nicht übel, aber du hast schon immer ein bisschen Tendenz gehabt, dass wenn wir irgendetwas gemacht haben, das ein bisschen out there war, mit den Mods, dass du irgendwelche seltsamen Fehler hast, die andere nicht haben können reproduzieren. Hey, der braucht nicht mal spezielle Mods, er schafft es mit einer ganz normalen Büssli, um das Ding abheben, wie man unter geht. Also.
Ja, ich meine jetzt mehr sind Equipment-Failer, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich es beim Nono beobachte. Einfach... Ja, gut, eben, wie gesagt, meine hat am Schluss auch gesponnen. Ich weiß nicht, ob es grundsätzlich einfach am Respawn gelegen ist, dass er dann irgendwie einfach nur noch eine Ladung geladen hat für ein Jetpack. Das kann auch sein, dass es das ist. Weil angezeigt hat es mir eigentlich immer noch voll, dass einfach noch fliegen kann. Ja, das ist genau das, was ich hatte. Auf der anderen Seite sind andere Leute auch wie respawned und haben normal weiter funktioniert, wie zum Beispiel der Nerf. Darum, es ist, ne, komisch. Egal, hast du noch etwas noch? Nee, das war's eigentlich. Gut, Sigi. Ja, von meiner Seite, war eine lustige Mission gesehen. Als Halo-Fan, ja, sowieso lustig. Das Ganze ein bisschen von dort her bekannt vor, teilweise. Dann hat es ziemlich gut funktioniert mit ja, ein bisschen fliegen, ein bisschen Mine legen, ein bisschen fliegen, ein bisschen Mine legen, zum Beispiel so ein bisschen wallern. Ja, so wir die Dings nicht gefunden haben, die Munition dort, ich weiß auch nicht, irgendwie so groß ist die Mission, ist die Base ja gar nicht gesehen dort. Hm. Es war genau im letzten Arm, gewesen, wo wir nicht nachgeschaut haben, weil wir zuerst Kontakt gehabt haben. Aber ansonsten hat das ja noch nicht so verkehrt funktioniert. Naja, ah, also während die technischen Issues nicht mit den einzelnen Leuten, halt wenn man Jetpack, der nicht mehr tut, Funk, der nicht mehr gescheit tut, wären wir immer eigentlich mehr oder weniger auch davon gekommen. Ja. Ja, definitiv. Definitiv. Und am Schluss Warthog-Fahrt war auch noch sehr spassig. Das sagt nicht, du bist abgegangen mit dem Zau. Warthog geht auch ab mit dem Zau. Yep. So, das war's. Okay, Maverick oder Samsi, wer immer von euch zuerst will? Samsi will zuerst. Ich will zuerst. Gezwungenermaßen freiwillig. Cool, warte, was? Anyway. ja, ist eine lustige Mission gewesen. Also, mal was ganz anderes im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir da sonst einmal haben. So. You know, Arma. Dann hat sich jetzt mehr wie du mal gefühlt als irgendwas anderes. Also, im Kopf bin ich da. Mehr im Doom spielen gesehen als etwas anderes, das war noch lustig. Die Dinger haben Munition gefressen wie Sau. Und wenn du so ein 1v1 gemacht hast, hast du keine Chance gehabt. Du hast mindestens das zweite oder das dritte müssen draufballern, damit das Ding kaputt gegangen ist. Es ist noch lustig, gern wieder mal. Also vor allem, weil wir so wenig Leute sind, dass es nicht viel Sinn macht. Du und deine Tastatur. Jetzt eine neue, die hat noch coolere Tasten. Ja, wir hören sie. Ja, wir hören es. Mehr Öl drauf. Da hättest du es auch so können sagen, musst du es nicht so... Hey, und ich habe extra die mit den MX Blue Switches gekauft, weil die MX Brown Switches, weil Blue Switches wären noch viel lauter. Ja, ich weiß, Gott sei Dank. Meine Güte. Anyway. Ja, Dani, bei dir ist es generell das Mikrofon, das overpaced eingestellt ist, schon immer gesehen. Ja, ist noch lustig, ich stelle es immer wieder ab, aber also jetzt ist der Regler dann ungefähr zu unterstunden. Das Problem ist, von mir doch nicht einmal der Regler, das Problem ist, irgendetwas anders stimmt bei deinem Mikrofon einfach nicht. Ein sonstiger Pegel, weil wir hören nur schon, wenn du das Headset bewegst. Ja. Ja. So wie jetzt gerade zum Beispiel. So wie jetzt gerade. Oder? Ja, ich weiß so nicht, das Ding ist richtig overpowered. Du hast das gleich. Ja, gut, ist ja gleich. Wurscht. Samsi, sorry. Ja, ja, nein, ist lustig, ist mal alles andere, eben auch keine Stamina und so. Das einzige, weil wir ja so viel gelaufen sind, gell? Ja, gut. Bodenkontakt haben wir nur gehabt, wenn wir gestanden sind, sonst eigentlich nicht. Das ist ja so, ja. Nein, das einzige, was ich hatte, der Weapon Sway, der ist noch ein bisschen nervig, aber hey. I'm not complaining. Anyway, Granaten sind auch lustig gewesen, die Dinger sind da. Was sind das gewesen? Mini-Nukes oder was habe ich da oben gehört? Plasma-Granaten. Ah, darum haben sie so lustig geleuchtet. Yes. Ja, es ist lustig gewesen. Dort, wo ich den Sigi fast wieder da oben hatte und plötzlich keine 2 Meter neben uns, sondern so ein Viech auftaucht und das genau so 30 Santi neben dem Maverick verreckt, während er den Sigi im Aufding ist. Hast du noch lustig gewesen? So, oh shit. Hi. Dann schaust du um und dann sind plötzlich 5 mehr um und so, ja, nein, Sigi, tschüss. Ja, das ist jetzt wieder einmal, hä?
Ja, wir haben dich zurückgelassen. Ja, nein, eigentlich hätten wir dich ja nicht zurückgelassen, aber dann ist der Nerv auf die Idee gekommen, ich habe einen Raketenwerfer mit Mini-Nukes. Ja, gut, okay. Das ist die erste Idee. Und ab dort ist so der Shit down gegangen. Ja. Es ist lustig gewesen. Also da, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Vom Taktischen her sind wir eigentlich gut vorgegangen. Wir haben uns eigentlich nie richtig gross verloren. Ich meine, wenn wir jemanden verloren haben, dann haben wir einen extra verloren. Traurig, aber wahr. Ja, was willst du machen, wenn du dort wieder zurückkommst? Das ist einfach Selbstmord. Stell dir einen Stinkefinger vor, bitte. Ja, ich habe mir noch überlegt, ich soll zu dir kommen, dich ohnmächtig machen und dann einfach mitnehmen, so auf dem Rücken. Das hat ja letztes Mal auch funktioniert. Aber... Ja, nur dass man weiss, hat mich dann der Jugger ab deinem Rücken drauf respawnen lassen? Ja. Nein, du bist einfach verblutet. Du bist verblutet, okay. Dort. Sonst hätte ich dich wahrscheinlich wieder angebracht. Das war noch lustig. Ja, weil du hast ja relativ lange auf dem Buckel während dem Fliegen. Ja, ja, das ist noch, das ist noch lustig, so also, Taxi spielen. Das andere ist Ding. Bugswunden sind extrem. Weil der Blutverlust anbelangt, ja. Ja. Du brauchst nicht viel und du verblühtest unhuren schnell. Dort ist noch etwas Jagger für ein anderes Mal. Mhm. Gibt gleich Tornikes aus. Der Bioform ist für Füchs. Tornikes haben wir eigentlich auch gehabt. So, ja, das haben wir jetzt nicht geachtet, kein speziell, weil... Doch, das hätte ich auch drin gehabt. Vom Bioform würde ich aber verstehen, dass du einen sofortigen Wundverschluss hast. Und den hast du eben nicht. Ja, ich habe auch gedacht, einmal drüber und dann lange, dann ist es wieder ein guter Arm, aber ja, nee. Weil jetzt zum Teil eine gewisse Körperstelle 4 Bioform sind eingejagt, bis ich wieder gut war. Das Problem ist, der Bioform geht nicht verhältnismäßig noch relativ langsam applizieren gegenüber anderen Bandagen. Schon? Okay. Ich denke, da geht etwa gleich lang. Also gleich lang halt. Nein, normale Länge von einer Bandage. Mit der Bandage, Gott, ich meine, da ist ja jeder Moment, wo du eigentlich in so einem Bandagen-Container tauchen musst und wieder rausnimmst, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Bioform ist müde gewesen, stimmt. Ja. Er hat nicht so da gemacht. Aber Morphin hat er, glaube ich, noch gleichzeitig reingedrückt. Das war der Vorteil gewesen, ja. Aber da hat mich relativ wenig interessiert, weil. Weiß nicht, mein Hard ist so gemoddet gewesen, dass es nicht einmal den Schmerz angezeigt hat. Also, ja. Süß hat ich auch noch lustig gewesen. Gern wieder. Ja, das Jetpack immer. Ich würde das jetzt an jeder Mission haben. Das tut ich praktisch zum Advancen, Retreaten. Für Überraschungsangriff vorbestarten. Überraschungsangriff, da wäre mein nächstes gewesen. Hinterhält. Du kannst gerade in die Luft fliegen, um aus dem Nichts einen Scout-Turm machen und aufklären. Es ist einfach göttlich, das Ding. Ja, das ja, bis den Gegner auch Schusswaffen haben. Fair ja. Enough. Aber ich habe das Gefühl, dann wird es nur noch lustiger. Weißt, siehst du, der Samse steigen, BOOM! Anti-Aerogate, BAM! Also, da bin ich aber dann stolz drauf, wenn nach mir mit einer Anti-Aerogate geschossen wird. Also, ich hätte jetzt auf Scale 50 genommen, aber hey, bin ich. Nein, aber wenn du so ein Stinger am Arsch kleben hast, also da musst du stolz drauf sein. Dann kannst du mit dem Jetpack umgehen. Definitiv zu hoch und zu lang geflogen. Schalt dich einfach ab. Theoretisch, okay. Ja. Anyway, ja, ich bin durch. Maverick? Ja, eben, also im Großteil ist eh schon gesagt worden, taktisch gesehen kann man nicht viel machen, kann nicht viel sagen. Ehrlich gesagt, jetzt sind wir... Eigentlich bei beiden Versionen relativ gut vorgegangen, eben blöd, dass der Nonos Jetpack nicht mehr tun hat, der doch damals immer zum gefundenen Fressen worden ist. Buchstäblich. Buchstäblich, genau. Was jetzt da vielleicht im Speziellen zu beachten ist, eben schauen, dass wir mehr wieder in eine Gruppe zurückspringen, wenn wir schon weit genug wegspringen, dass wir nicht zu weit verteilt sind. Einfach wegen der Orientierung, weil da verlierst du natürlich das Hex noch schneller als... Also wenn du auf dem Boden einfach am Umlatschen bist. Hat aber im Großen und Ganzen eigentlich für das, was das erste Mal war, sehr gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben dann selten, also eigentlich haben wir nie Leute verloren oder Kontakt zueinander. Zumindest nicht bewusst, ja. Nicht bewusst, nein. Und wenn, dann hat man sich relativ schnell wieder gefunden. Und dort ist natürlich auch schön rote Tracer. wenn du der Einzige bist, der auf dem Feld rumschießt, dann wissen die Leute, wo du bist. So habe ich den Wartag zu uns gelassen, so habe ich den Samsi zu uns gelassen, zu mir gelassen am Schluss. Also. Ja, ja ganz so. Am Schluss hätten wir auch wieder gefunden, einen Weg. Also, ja, ja. Wir sind schon auf dem Weg gewesen. Oder?
Nein, von dem her gesehen, es hat eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Das Einzige, was ich ein bisschen abfinde, ist Marauder per se. Weil sie hat einen hohen Streukreis. Das ist Ding, das ist eine von der Halo-Waffe im Fall. Ah, sollte das DRM sein von Halo, respektive Sturmgewehr? Das ist Sturmgewehr, ja. Ja, auf jeden Fall, aber wirklich extrem. Also vor allem, wenn ich Bugs auf Distanz habe, bekämpft einfach mit der rechten Maus, hast du reingezoomt, oder? Und direkt geschossen über das normale hat. Und dort hast du jetzt einfach irgendwie zwei Santi-Versatz nach links gehabt. Das ist ja so. Oder nach rechts, oder? Oder nach rechts, oder so. Gut, irgendwie. Das ist wegen Weapon Sway im Fall. Das Weapon ist normal. Sway ist übel. Sonst ist eigentlich ein glattes Waffeli, der Raketenwerfer ist sowieso spaßig, wenn man ihn am richtigen Ort einsetzt. Ist schon gut, Dani. Eben, du hast nicht gewusst. Du hast wirklich nicht gewusst. Ja, dann eben, sorry für die, die gestorben sind, aber ich gehe sicher nicht zurück in eine harte Bugs, nur zum einen rausholen mit dem Rest vom Team. Mal abgesehen davon, wenn sie 10 Sekunden auf der Rumme gehackt sind, dann ist die Chance für einen Medic eh gleich null. Mhm. Punkt, ja. Ja. Weil, eben, wer den Film kennt, der weiß, wer Bugs für Verletzungen anrichtet. Nein. Ich sollte den Film lernen. Definitiv. Dann eben vielen Dank für die Submission. Ist lustig, sehr, die technischen Difficulties, die wir hatten, ist ein bisschen zum Killer war am Schluss. Aber die Mission an sich glatt, eben mal etwas anderes. Also das Jetpack könnte man sonst ab und zu einsetzen, generell. Ja, soll ich sonst noch gross sagen? Maverick, das ist eine Sache. Ja. Also du vorhin angesprochen hast wegen meinem PC-Problem. Es ist noch lustig, weil jedes andere Mal, wenn ich bis jetzt ein Problem hatte, ist meine Bildrate extrem zusammengefallen. Mhm. Aber ich habe selten so eine hohe Bildrate gehabt wie heute. Okay. Ja, ich kann das nicht sagen, woran das liegt. Im Normalfall bin ich um die 20, 25, aber heute bin ich konstant über 30. Also, ja. Oh Mann, Mappt ist doch einfach konstant. Nee. Aber ich hatte neben dem Checkpad noch zwei andere Probleme gehabt. Das eine ist, dass ich scheinbar durch den Boden durchgeglitscht bin. What? Was dann dazu geführt hat, dass ich die Flinte, ganz egal was ich gemacht habe, in der Down-Position gehalten habe und flüssig im Boden geschossen habe. Dann ja gehabt. Dann habe ich wieder gepflegt. Irgendwie. Ich habe die Waffe weggeschmissen und sie wieder genommen, dann hat es wieder funktioniert. Ich glaube, ich habe das Gleiche gemacht. Ja. Und dass sie ab und zu komischerweise das Ding automatisch auf Einzelführer umgestellt hat, ohne dass ich etwas gemacht hat. Mhm. Aber ja. Jetzt ein bisschen eine Einstellung, wo ich selber damit kämpfe, weil ich habe das auch, dass wenn ich genau Attachments-Wechsel mache oder eben irgendeinen Wechsel, irgendwas, das Med-Menü oder etwas braucht, dass ich nachher Einzelführer wieder drin habe. Da habe ich aber generell mit Armen, egal wo ich, mit welcher Waffe. Ja, aber das hat mir jetzt mit im Vollautoschießen gemacht. Mit dem Schießen hatte ich plötzlich einzeln für. Okay, ja. Und ich habe meine Finger definitiv nicht auf dem F gehabt. Das erste Mal habe ich gemeint, ich habe daneben gelenkt, aber nachdem das vierte Mal passiert ist. Gibt's. Das kann auch am Mod liegen, weißt du? Ja, gehst du schon. Nein, also, eben so sehr eine witzige Idee. Ich finde es so gerne, muss ehrlich zurücknehmen. Ich hätte am Anfang gedacht, eben, gut, ich weiß nicht, ob du noch downsized hast, Jagger. Aber im Normalfall ist eben Bugs. Bringt 200 Leute und du hast immer noch 200 zu wenig. ich finde aber, man kann es eigentlich sehr gut sein, also, ob jetzt du mit 3, 4, 5 Mal oder mit 10 Mal unterwegs bist. Hätte jetzt nicht gedacht, dass man es doch noch so gut sein kann. Was ich dort halt, also ja, wenn du noch sonst etwas hast, sonst mache ich meinen Part. Dann gehe ich gerade auf das ein. Was ich dort gemacht habe, ich habe zwei Sachen gelernt, für den Fall, dass jemand für die Zäuse den auch mal brauchen will. Das eine ist, nimm nicht die vorgefertigte Horde. Ja. Spawn sie einzeln. Tu die auch nicht verlinken. Weil ein Problem, das ich hatte, das hat euch mega den Arsch gerettet. Dass sie als Gruppe vorgegangen sind und nicht als Ding. Ja, sie sind als Gruppe vorgegangen. Und weil ihr ja immer schön brav meine hinter euch geleitet habt. Immer die ganze Gruppe drin gerannt. Nein, eben nicht. Es war viel lustiger gewesen.
Der erste Teil der Gruppe ist ins Minenfeld reingerannt und verrebelt. Der Rest der Gruppe hat dann gefunden, jetzt möchten wir einen grossen Bogen um das alles. Tun wir dürfen raten, was die nicht mehr gemacht haben. Euch verfolgt zu dem Zeitpunkt. Ja, logisch. Cool. Dafür sind sie nachher aus von irgendwo über die Flanken auf euch zugesäckelt gekommen, weil sie irgendwie gefühlt 1,5 Kilometer Umweg gemacht haben. Gut, aber ist sicher der Lamps. Ja. Aber. Das ist das eine. Das Beste, dann, das Beste habe ich ja eh gefunden. Wir sind ja dort bei der Basis mal nachher und dann haben wir angefangen, Apos legen wie blöd. Ich glaube, ich habe dort alle 6 verbraucht, die ich gefunden habe. Dann sind sie gekommen. Und sie haben alle einen riesen Bogen drumherum gemacht. Sie haben die Dinger nicht mal gesehen. Sie sind noch hinten am Hügel gesehen und schon angefangen, uns zu flankieren. Richtige Arschlöcher. Ja. Gut, sind aber eigentlich nur reingelaufen. Gut, das ist ja so. Ich gehe schon auf den Screenshot, ich sage, nein, mit dem letzten Bildschirm hätte ich nicht gegen Bugs kämpfen wollen. Also nicht, ja. Will ich gerne dann einen Bug an. Nein. Nein. Es funktioniert überraschend gut im Fall. Ich habe es ausprobiert. Die ersten 2 Minuten, Gegen einen Einzelnen vermutlich. Auch gegen mehrere. Kannst du im Fall auch super durch Zombie-Horde durchsagen. dann Formation. Ihr habt es eigentlich wirklich super gemacht. Das Einzige, was ich muss sagen, versuchen ein bisschen mehr die Linie zu haben. Wir haben ein paar Mal so eine Situation gehabt, wo wir ein bisschen zu nahe aufeinander waren und euch gegenseitig angefangen haben, für Kanäle zu blockieren. Mm. Also hat ein paar Mal so gedacht, so, okay, mal schauen, wie lange es geht, dass es finally Fire gibt. Aber Sepp haben wir, glaube ich, mal kurz davor gesehen. Ja, ich habe gerade kurz pausieren, bevor du vor mir durchgerannt bist. Ich weiß, ich habe es zweimal, einmal habe ich selber gemerkt, dass ich da voll vorne reingerannt bin. Aber ich glaube, es hat niemand bewusst irgendeinen anderen überknietet. Nicht, dass ich wüsste, nein. Also. Nicht, dass ich wüsste, aber ich bin wirklich dort gehockt mit meinen Nachos so. Mal schauen, wer über den Haufen schießt. Das wäre dann angenommen. Das ist das eine. Dann das andere. Ist cool, dass der Merrick und der Ding etwas über das Jetpack herausgefunden haben, was ich selber auch nicht gewusst habe, weil als ich das getestet habe, konnte ich damit nur sehr grosse, lange Sprünge machen. Es war mehr ein Jumppack als ein Jetpack. Und es war relativ witzig, als ich dann auf einmal irgendwie Samsi und Memory angefangen habe, sehe ich Kreisli ziehen und so. Und ich so, okay, ich glaube, ich brauche mehr Splitterbox, weil sonst wird da nichts. Weil wir sind wirklich ein Ort, wo ich nicht mal ansatzweise denke, dass er dort ankommt. Du meinst so auf Kuppeln, auf... Ja. Ja, das ist wirklich so. Motherfuckers, kommt nicht ab. Das ist wirklich so. Weißt du, die grosse Spritzflasche kommt aus dem Himmel ab. So. Ja. Aber von den Möbeln. Wir hätten ja das mit den Nukleardingern nicht gesehen, hätten wir auf dieser Basis oben gewartet. So, ja, und jetzt, ja, darum habe ich das dann auch gemacht, weil ich nicht im Skript gestanden. Aber du kannst mir eh nicht dort unten. Nein. Es war noch witzig, wie sie dir unten dran direkt nachgelaufen sind, wie als wäre es eine Schachfigur von dir. Mhm. Lustige Viecher. Darum haben wir dann eben gefunden, ha, der Plasmareaktor von dem Ding geht jetzt hoch. Get banned, Weirdos, jetzt müssen wir rennen. Ja, wie beim dritten Mal habe ich gedacht, ernsthaft, really? 3-mal hintereinander, was für ein Müll bauen wir da oben? Ja, Chago, was du gesagt hast, der Aktom Ding geht jetzt gerade hoch, und ich stehe neben dran und denke nur, Scheiße. So, oh, for fuck's sake. Dann, was eben auch nicht funktioniert hat, was eigentlich hätte, am Anfang hätte es noch ein bisschen mehr Mystery haben, weil irgendwie hat, für die den Starship Trooper Lore ein bisschen kennen, es gibt ja das sogenannte Ding, Control Bug. Mhm, voll, absolut. Wo kann Menschen kontrollieren. Which can do what? Ja. Yep. Brain Bug, meinst du? Nein, es ist Control Bug. Brainbug ist nochmal etwas anderes. Brainbug ist der die ganzen Bugs steuert. Ja. Ich habe Angst. Der kann auch Gedanken steuern, zwar, aber okay. Ja, aber nur wenn er da eine Rüssellinie hebt. Was? Okay. Nein, es ist auch ein Telepath. Aber der Control-Bug frisst dein Hirn und tut die puppetieren. Yep. Macht Spaß. Und was? Nein, das macht keinen Spaß. was ich eben eigentlich auch machen wollte, ist, ich habe extra quasi
Zombie-Horden angezogen wie MI-Troopers. Wie die normalen Grunts, die dann quasi crazed auf euch zugerannt werden und so. Lustigerweise haben die irgendeine Fehlfunktion gehabt und haben sich alle gegenseitig umgebracht. Okay. Ja, Brainbox. Also ich war so, okay, I guess that's how that's gonna go. Das hat mich ein bisschen angeschissen, darum habe ich dann eben noch ein paar andere Sachen, weil eigentlich hätte er zuerst mal sollen eben den Kontakt haben, ein bisschen die Basis so rumsuchen und so. Das hat leider nicht ganz funktioniert. Dann, was ich wirklich muss sagen, was wirklich cool war zum Zuschauen, ist, wie wir mit den Jetpacks geschafft haben, die wir mal in der Hang draussen hatten. Was auch witzig ist bei den Screenshots, das eine eben, wie wir da am Davonhüpfen sind. Denn Samsi hat einmal knallhart noch den Arsch gerettet gegen 3 Bucks, weil die haben eine Sekunde vorher noch gelebt. Dann, Merrick, du hast es irgendwie geschafft, eine Nuklearrakete zu bouncen. Ja, yep, aber sowas. Ich bin direkt neben dem Nerf gestanden. Ich sehe, wie der Nerf nachher aus dem Schiefel kippt. Okay. Das eine war. Und das andere war, Merrick, du hast es definitiv geschafft, kurz zu schiessen mit einer Nuklearrakete. Ja, ich habe, also bei welcher? Bei der ersten oder bei der... Dort, wo die zwei anderen hast wollen nuken, weil sie von der Bugs im Zingler waren. Nein, weißt du, was mein Problem war? Stamina-mäßig, respektive Weapon-Sway-mäßig. Ich habe auf das Ding gezielt und dann im letzten Moment gefangen, Traum schütteln und das Ding ist Fly-by-Wire. Ja, okay. Ach, weil die eine Rakete, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, wo ich auf die beiden geschossen habe, ist mir eine bis kurz vor das Ziel und dann ist so Licht links auf und dann zusch und weg. Ja, so, das ist die erste, wo ich gemeint habe, dass sie bounced hast irgendwie. Atombombe, Fly-by-Wire. Okay. Hey, wenn man sonst nicht hat. The future. Ich meine, ich bin auch neben Danny gestanden, der eine böse Gruppe geschossen hat. Und Danny kippt aus der Lärze so. Das hast du verdient, ja, die Liga. Ich will kein. Ich will kein Nuke, wo guided, also ja, wire guided ist. Jetzt haben wir mal ehrlich. Ich schon. Da musst du ja viel zu nah dran sein. Da kommt darauf an, wie lang das die Schnur ist. wie lang ja. Draht ist. Du, 12 Kilometer liegen drinnen im Fall. Kannst du draussen fragen. Eine Seite. Nein, warte mal, das ist kein Ding. Cornet ist nicht Wire. Ding ist Laser. Aber anyhow. Also Toe ist ja Wire. Zum Beispiel. Toe ist klar. Toe ist Wire guided. Ja. Man weiß nicht, wie weit das geht. Die schafft aber auch fast 12. Nein, die schafft glaube ich weniger. Die schafft weniger. Ich glaube 2,5 bis 3. Du musst einfach auch. Ist ja wurscht. Mal irgendjemand zum Fenster rausgeschaut. Schnee jetzt bei euch auch. Was? Keine Ahnung. Was ich nicht überlegt habe, ist, es ist eigentlich logisch, dass euer Funkladen so gemäßt war. Weil, wenn man natürlich anfängt, eine Mission zu spielen nach dem Motto Nuklearwaffen sind deine Antwort auf du und welche Armee. Dann sollte man vielleicht einen nuklearstörungsfreien Funk haben. Genau, ja, BMP und so. Was es nicht gibt, was leicht scheiße ist. Und yay, Future! Gut, am besten finde ich am Sigi seinen Approach. Er nimmt den kaputten Funk, schaltet ab und mit 300 tut weh. Habe ich auch gemacht im Fall. Der Funk zu resetten kann funktionieren. Das ist etwas, wo bei Aker, wenn ihr wirklich Probleme habt, generell, das könnt ihr euch merken, der Funk zu resetten kann helfen. Jetzt müsst ihr noch wissen, wie wir das machen. Du musst eigentlich nur... Radio open und dann auf Null stellen und wieder auf den Kanal. Ja, oder ein schnelles Inventar gehen, rausschmeißen und wieder rein. Das mache ich fast jedes Mal, wenn ich respawned bin. Das kann helfen, muss nicht, aber der Reset hilft. Ja, aber noch im Game. Meiste Sachen. Was? Außerhalb vom Game kann ich nicht einfach das Funkgerät aus meinem Inventar rühren und dann geht's wieder. Nein, wenn es dort in einer EMP ausgesetzt worden ist, dann ist es einfach zu toast, dann kannst du es futschmeißen. Ja, gut. Genau. Dann nehme ich auch, ja. Sonst wäre es eine lustige EMP. Ja, das habe ich, hab ich ein bisschen vergessen. Darum habe ich dann eben auch die Mission dort ein bisschen
gebrochen, weil es wäre eh nur noch gewesen, im Süden runter. Es wären so mehrere Klicks gewesen. Das Mal hätte er aber noch den Warthog gehabt, der definitiv geholfen hat. Wo ein Drittplätzer ist, ja. Ja, mit dem Jetpack sind er immer noch dummy schnell. Ja, Gott sei Dank stimmt schon. Also ich würde wirklich gerne mal, ja, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich jetzt herausfinden könnte, wieso es beim Nono so nicht da hat, in dem Sinn, würde ich wirklich gerne mal sehen, wie es wäre, wenn man mehrere Spieler hat, also noch mehr Spieler hat, weil... Weißt du, es könnte vielleicht wirklich sein, wenn Ding, dass das, du hast ihn vorhin auf Infinite gestellt, der Jetpack, oder? Nein, ich kann gar nicht am Jetpack ändern, lustigerweise. Okay. Zumindest. Dann hättest du es vielleicht versucht, beim Respawn oder irgendetwas. Weißt du, wenn es jemand über den Respawn, dann würde die Theorie vom Sieg erklären, oder? Weil es sind ja nur mehr drei, die respawned haben, meint ihr, oder? So, ja. Ist ja glaube ich niemand. Nein, ich bin nicht. Nerf hat es dann eben lustigerweise wieder funktioniert. Also, ja, die Frage ist, wie lange das funktioniert hat. Ja. Weiß ich nicht. Mir hat es ja zwischenzeitlich auch mal wieder getan. Mein Verdacht ist es, dass es entweder eben etwas mit dem Nonos im Rig spezifisch ist oder dass man eine Chance hat, wie beim Advanced Vault System auch, dass einfach das Skript lokal gegen die Wand fährt, jetzt in dem Fall halt durch einen Respawn. Das heisst, wir haben eine simple Lösung, wir sterben einfach nicht mehr. Sag das denen, die uns nuken. Ja, nächstes Mal weiß ich, dass ich die Finger von den Atomraketen so. Nein, nein, du sollst nicht davon lassen, einfach nicht vor die eigenen Füße schiessen. Ja, es ist wirklich nervt, du hast dort wirklich das Briefing verpasst, weil ich habe es dort noch explizit gesagt, wenn ihr die habt, nicht vor die Füße schiessen, nicht ansatzweise. Aber du musst dir so gerne den Kopf machen, Daniel. Du kriegst jetzt zwar ein kleines Fleck, aber du kannst wirklich nichts dafür. Ja. Ja, wohl, eigentlich hätte ich es noch dem ersten Mal sollen checken und nicht noch dem zweiten Mal, aber ja. Ja gut, das ist etwas, was ich mich wirklich gefragt habe. Warum habt ihr um diese Kiste nur Sprengstoff eingesetzt? Das nein, ich habe mit einem Raketenwerfer auf die Kiste geschossen, das ist das Problem gewesen. Das ja, ist warum? Nicht viel besser. Warum? Weil es ergibt für mich keinen Sinn, weil es ist sicher noch Munition drin gewesen, oder? Ein bisschen. Eben, das ist mein Problem, weil das war euer Ding. Es ist so... Also Maggie sind glaube ich alle draußen. Und es ist glaube ich noch eine Rakete, ich glaube noch drinnen gewesen. Okay, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber für mich ist es in dem Moment so ein bisschen so fucking serious, oder? Nur schon, als ich die ersten gesehen habe, Plasmagranaten um die Kiste nur schweissen. Das ist so ein bisschen wie... ich meine, ich kenne sicher all den Film Hot Fuzz. Mit der Seemine. Hä? Mit der Seemine? Ja, im Hot Fuzz haben sie eine alte Zweite Weltkrieg Seemine. Und das Erste, was sie machen, wo sie drinnen sind, meint der eine, das Ding ist gefährlich, und dann meint der andere, ah was, das ist nur ein Piece of Junk und haut eins dagegen und du kannst auf den Timer anfangen ticken drin. Ah, das starten ja, jetzt weiss ich wieder. Ja. Oder? Töpfle ich noch etwas, Jago. Plasmagranaten sind cool, haben aber von mir das Gefühl auch nicht wirklich Wirkung an der Box oder wenig. Die und? Haben zu wenig Wirkung. Ja, nur wenn die direkt runter explodieren. Ja. Genau, und was noch ist bei der Plasma, also es ist nicht störend, es ist einfach ein bisschen mühsam. Sie machen eine blickdichte blaue Wand. Ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das in einer, ich sage jetzt mal, PvP-Situation könnte das noch spannend sein. Dort definitiv, ja, aber dort strahlt sie vermutlich auch weg. Das ist ja. Rauch und Plasma gleichzeitig, das ist innovativ. Ja. Nein, ich denke, es ist ein Arme, der sich nicht anders darstellen kann. Ja, ja weil es ist eigentlich ist es eine Rauchgranate, die eine Plasmagranate simuliert. Also es ist recht apt die Beschreibung, dass es eigentlich ein Mix ist aus einer Rauch- und einer Splittergranate. Ja, nein, ich habe es extrem cool gefunden, auch wenn ihr euch relativ schnell an das Ganze adaptiert habt, weil sonst geht es oft ewig, bis ihr euch an irgendwelche Gimmicks gewöhnt. Das Gimmick haben irgendwie alle relativ schnell aufgepickt. Bis beim Nono. Das ist eben etwas Nono. Bei dir ist es glaube ich vorher schon mal verreckt, oder? Auch ohne dass du respawned bist. Nein. Wieso bist denn du das erste Mal gestorben? Dort hat effektiv einfach keinen Sprit mehr gehabt, hat nicht wegjumpen können. Okay. Ich wäre ja gern, aber ich habe einfach nichts mehr gehabt. Ich bin knapp vor der Gruppe abgesäbelt und bin nicht mehr weggekommen.
Okay, das erklärt's. Das ist fehlende Planung und Flugmanagement gesehen, würde ich mal sagen. Okay. Ja, nein, es ist nur gerade etwas gewesen, weil, weißt du, wenn es bei dir jetzt schon quasi ohne den Respawn passiert wäre. Nein, bis zum ersten Mal sterben hat bei mir eigentlich funktioniert. Okay. Ja, weil dann fällt mir die einzige Hard-Lösung quasi den Mod wieder mal verwenden ist, dass ich effektiv einfach keine Möglichkeit gibt, zu sterben, / zu respawnen. Um solche Sachen vermeiden. Nerf, Frage für dich. Du hast ja auch mal noch Probleme gehabt mit ihm, oder? Ja, ich habe dann all die ganze Ausrüstung im Boden geschossen, alles neu angelegt und dann jetzt eine Art wieder durch. Stocks. Das ist schon seltsam. Das habe ich mehrfach probiert. Ja, ich habe es zugeschaut, das ist der. Ja gut, das ist etwas, das können wir eigentlich mal noch irgendwo aufschreiben für die Leute generell, wenn ihr ein Problem habt mit. Wenn es nicht explizit gesagt wird, dass es nicht machen sollen, weil ab und zu fahren das Skript dann erst recht gegen die Wand. Wenn ihr Probleme habt mit Special Gear, schmeißt ihn schnell auf den Boden und nehmt ihn wieder auf. Bei Arma hilft das ab und zu, wie es ein Skript reinitialisiert. Frage mich nicht, wieso. Das kann der Maverick und der Nerf wahrscheinlich eher beantworten als ich. Es ist Arma, wenn es kann. Wäre auch meine Antwort gewesen. BI und Arma, das erklärt alles. Ja. Hey, freut mich auf jeden Fall, dass so eine Mission Spass gemacht hat. Das war ein bisschen mein Creativity Award gewesen, weil ich eigentlich etwas anderes geplant hatte. Dann hat aber die Karte nicht so da, wie ich wollte. Und die anderen Karten, die ich hatte, sind einfach nicht das gewesen, was ich brauchte. Und dann habe ich gefunden, okay, komm, wir machen jetzt einfach eine Happy-Go-Lucky-Fun-Mission und ich jage euch ein bisschen mit Bugs über den Phobos und ist der Nachos dabei. Ja, das war noch lustig gewesen. Ich habe das erste Mal Phobos, ist die da im Ryan's Zombies und Demons Mod hin, oder wie? Nein, das ist Tripochet. Ah, okay. Das ist Tripochet. Der Zombies und Demons ist dabei gewesen wegen dem SST, wegen dem Starship Trooper, weil der braucht gewisse, glaube Skeletons vom Zombie und Demons als Basis. Ja, Chuck, das ist noch lustig gewesen. Ich habe das erste Mal Z runtergeladen. Schauen heute Morgen noch mal drauf. Moment mal, wir haben ein neues Modset. Und fangen wieder von vorne an. Ja, sorry. Es ist wirklich einfach nur gewesen, weil eben ich dachte, ja gut, ich mache mit dem Modset etwas. Dann habe ich am Abend noch etwas getestet. Und dann dann habe ich gemerkt, dass ein Großteil von der Collision Boxes von der Karte fehlt. Das heisst, all durch alle Gebäude hast du mehr oder weniger einfach können durchlaufen. Hm. E-fucking G. Weil eigentlich hätte ich so ein bisschen etwas Bizarres wollen machen mit Tiberium und shit und ja. Was war das eigentlich für ein Monster-Tank gewesen? Mammut-Tank oder was soll das sein? Das ist ein Ding. Das ist ein Mammut-Tank. Genau, was drauf steht. Ja, und mit was kann ich das mit vergleichen? Mit den Ratten oder was? Es ist leicht kleiner als Ratten, aber noch leicht. Okay. Und Samsi, die Ratten ist ein Panzer gewesen aus dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Es ist ein Konzeptpanzer gewesen. Ja. Weil, noch schlimmer als die Maus, oder was? Ja. Man hat es Landkreuzer genannt. Mhm. Ah, okay. Das sollte etwa ein Indikator sein, was es ist. Anyhow, der offizielle Teil ist durch. Die noch quatschen wollen oder sich organisieren wollen zum Gamen, könnt das gerne machen. Ja. Sie werden